Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der fünften Edition. Und ja, heute sind wir in großer Runde vertreten. Heute mit dabei. Wo fange ich denn an? Wir fangen mal an hier bei Mondi. Die spielt nämlich Scarlet de la Sombra. Hallöchen. Heute in Blond. Ja, hat eben schon für Irritationen gesorgt. Wer ist die fremde Frau im Zoom-Call? Das Ja. ist auch sehr, sehr, sehr ungewohnt, ja. Dann haben wir mit dabei Feramin, die spielt Samantha, die Toreador. Hallo. Außerdem haben wir mit dabei den Kakko, der spielt Bruce, den Gangrel. Guten Abend. Und wir haben mit dabei Rerion, der spielt Ronan, den Tremere. Hey. Ja, und damit wäre der Stammcast schon mal abgehandelt. Aber wir sind natürlich heute in voller Montage-Crew mit dabei. Nämlich, wir haben auch noch Feder als Jelly, die Thinblood. Hi. Heute nur so ein bisschen eskaliert, so minimal. Ja, tut mir leid. Ich gehe wieder. Sehr gut, mach mehr davon, habe ich schon gelesen. Und außerdem haben wir den Schattenmann schlechthin, Malcolm, gespielt von Pölle. Ja, diesmal nicht mit Verdunklung 5 als Mischka. Das hatte sich nämlich eben im Zoom-Call schon vorgestellt. Aber gut. Ja, wir spielen heute Vampire the Masquerade in der fünften Edition. Das bedeutet, wir sind in der World of Darkness unterwegs. Es kann in der World of Darkness, die ist per se halt ein Setting, was sich mit Horror und bösen Dingen beschäftigt. Also falls euch hier irgendetwas angreift, triggert oder sonst euch irgendwie nicht gut tut, schaltet lieber ab, macht irgendwie was anderes. Keiner zwingt euch, das hier zu schauen. Könnt auch, wenn ihr es nachguckt, vor- oder zurückspulen, ist völlig Wurst, wir nehmen euch das nicht krumm. Und apropos krumm nehmen, wir verkörpern hier Rollen, weil wir spielen ein Rollenspiel. Das bedeutet, alles das, was die Charaktere und Tierinnen machen, das sind eben diese und nicht die Spielerinnen und Spieler. Also fühlt euch frei, einen Charakter für das, was er tut, sagt oder verkörpert, zu hassen, aber niemals die Spielerin oder den Spieler, der sie oder die sie verkörpert. Genau. Der Sith Lord. Nein. Nein, nein, nein. Ja, genau. Jetzt habe ich mich vom Chat schon wieder ablenken lassen hier. Rerion schreibt irgendwelche Star Wars Begriffe hier in den Zoom-Call. Klar, der Tremere ist wieder schuld, wie immer. Genau. Also für diejenigen, die das allererste Mal einschalten, ihr habt jede Menge ja, Content verpasst. Wir haben also ich glaube, wir haben mit den ganzen Sonderfolgen und Filler-Extra-Folgen zwischendrin, glaube ich, an die 46, 47 Folgen oder so. Und es wäre ein bisschen viel zu viel, das jetzt alles ins kleinste Detail nochmal zusammenzufassen. Wir befinden uns im Jahre 2019, so viel kann ich verraten, und wir befinden uns wir haben es eben festgestellt, im März, nämlich am 2. März heute. Und außerdem befinden wir uns in der Stadt ohne Namen. Merkwürdigerweise hat diese Stadt keinen Namen. Sie liegt irgendwo an der Grenze zwischen Mexiko und Texas, in Texas. So viel sei schon mal gesagt. Und es wurden schon, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Zwergpaladin oder irgendwer war es. Nee, Zwergpaladin war es nicht. Irgendjemand hatte in die Kommentare geschrieben, es gibt noch einen so super Weg herauszufinden, wie diese Stadt heißt oder wo sie liegt, genau. Denn man sollte einfach nur an der Grenze von Mexiko immer an der texanischen Grenze langfahren und die ganzen kleinen Städtchen und Dörfchen abklappern. Und da, wo es brennt, da sind wir. Was allerdings einen Fehler hat, denn noch brennt es nicht, weil Sam darf ja mit dem Tanklaster irgendwo reinfahren. Zumindest solange Ronan noch lebt. Ja,
Genau, wir spielen in dieser Stadt ohne Namen. Die hat noch eine zweite Eigenschaft, nämlich, dass Vampire die Stadt nicht verlassen können. Zumindest nicht auf normalem Wege. Es scheint Mittel und Wege zu geben. Und in den letzten Folgen, ist es ein bisschen, hat es sich zugespitzt. Wer am Donnerstag die Sonderfolge verpasst hat, wo nur Scarlett und Ronan beteiligt waren, der hat definitiv etwas verpasst, denn da gab es nicht nur sehr schönes Rollenspiel, was den Spielleiter so gut wie überflüssig gemacht hat, sondern auch einige neue Ereignisse, auf die wir vielleicht heute nochmal eingehen, bevor wir in das große Ereignis, das Elysium, heute kommen. In der Stadt ohne Namen gibt es halt auch nur wenig Vampire, weil es ist eine Kleinstadt. Und unsere Charaktere haben zum Teil offizielle Camarilla-Ämter. Ronan ist der Sheriff, Samantha ist die Harpie und somit auch zuständig gewesen, das Elysium zu organisieren. Sie nutzt dafür das neu renovierte Haus, was ihr zugeteilt wurde, und sie hat dort einen Club gegründet und neu errichtet, und da findet jetzt auch das Elysium statt. Eingeladen sind jede Menge Vampire, und ich habe meinen Spielerinnen und Spielern auch die Gästeliste für das Elysium schon bereitgestellt. Ich kann die vielleicht morgen oder so oder heute Nacht nochmal für die Patreons irgendwie hochladen, falls ihr mal so ein Dokument haben wollt und mal eine Übersicht haben wollt, wer auf so eine Elysium alles eingeladen wird. Die Spielerinnen und Spieler haben da alle schon, wenn sie denn das Dokument offen haben, einen kleinen Überblick. Der Spielleiter sollte das vielleicht auch noch mal kurz machen. Super vorbereitet. Da, okay. So, und außerdem soll an diesem Elysium einige Dinge geklärt werden. Der richtige Ablauf, den habt ihr noch gar nicht so hundertprozentig festgeklopft. Sam hatte schon so eine quasi Ablauf vom Elysium sich zurechtgelegt, aber es gibt noch nicht so einen festgelegten Dok, 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 das kommt heute nach dem. Schauen wir mal, wie das heute abläuft. Vielleicht kann Sam aber mal ganz kurz beschreiben, wie das Setting aussieht, jetzt wo der Club fertiggestellt ist, also in was für einem Umfeld bewegen wir uns, wie sieht das da aus? Damit die Zuschauerinnen und auch die Spielerinnen eine Vorstellung davon haben, wie Sam den Club gebaut hat und was sie sich dabei irgendwie gedacht hat und wie das da alles ablaufen soll. Denn Pyramid hat auch eine schöne Karte gezeichnet per Hand. Die ist nur sehr schwer jetzt übertragbar. Aber wir haben zumindest was vor Augen, das ihr jetzt irgendwie leider nicht kriegen könnt, weil das ist ein bisschen blöd zum Übertragen als Handschriftzeichnung. Aber deswegen ein bisschen Theater of the Mind macht man bei Vampire sowieso gerne. Also Feramin, einmal schnell beschreiben. Oder was heißt schnell? Einfach einmal beschreiben, wie ungefähr das Setting aussieht für heute Abend. Also der Hauptbereich vom Club, also man kommt rein durch einen langen Gang. Dann hat man erstmal so ein kleines Foyer, wo eben im Normalfall die Kasse ist und die Garderobe und so. Wo dann heute quasi die Sicherheitskontrollen oder am Eingang sind die Sicherheitskontrollen. Und da können sich die Gäste dann ein bisschen versammeln, bevor der Hauptraum geöffnet wird. Und der Hauptraum ist relativ groß. In der Mitte dominiert von einer sehr geräumigen Tanzfläche, die jetzt bestuhlt ist eben für die normalen Gäste des Elysiums, also für diejenigen Kaniten, die nicht primogen sind, ihre Gule oder wer halt so dazugehört. Diese Tanzfläche ist rechts und links, befindet sich ein Bereich, der ein ganz kleines bisschen erhöht ist, wo mehrere Tische oder mehrere Sitzgruppen quasi sind. Und jede dieser Sitzgruppen ist einem von den Primogenen zugeordnet. An der Wand sind jetzt für das Elysium, befindet sich hinter jeder von diesen Tischgruppen, sind Stoffbanner, mit den, wo die Clanswappen aufgedruckt sind. Ronan war so freundlich, mich da ein bisschen zu beraten, welche Clans man jetzt nicht direkt nebeneinander sitzen sollte und so. Zebras Tisch ist natürlich, also der Tisch der Ventru ist natürlich ganz vorne, wo dann auch eine Bühne aufgebaut ist. Und hinter der Bühne ist nochmal ein Backstage-Bereich.
der jetzt nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, aber dort kann sich Zebra mit ihren Begleitungen, Erfrischungen, die sie sich mitgebracht hat, aufhalten, bis das Elysium tatsächlich losgeht. Dass sie also, sie wird auch schon früher da sein, weil sie sich den Club ja sowieso anschauen wollte, wo sie sich also quasi zurückziehen kann. Rechts und links an diesem Backstage-Bereich und an der Bühne gibt es Durchgänge, die weiter nach hinten in den Club führen, wo dann der VIP-Bereich wäre, wenn man ihn als separaten VIP-Bereich nutzen möchte. Im Normalbetrieb wäre das auch für die einfachen Gäste mitgeöffnet, nochmal so ein kleinerer Bereich, wo dann auch ein bisschen andere Musik laufen kann und so weiter. Und da hinten ist noch ein Notausgang. Die Durchgänge nach hinten sind jetzt aber bewacht. Oder da stehen Wachen, die eben niemanden da nach hinten durchlassen, die aber sollte irgendwas passieren, wäre das der Weg, über den Zebra evakuiert werden kann. Gegenüber von dieser Bühne ist eine Bar auf so, auch so einem kleinen Podest. Also jetzt nicht riesig erhöht, aber vielleicht so, vielleicht einfach, dass es nicht ganz das Level mit der Tanzfläche ist, wo auch noch mal ein paar kleinere Tische sind, nicht so große Sitzgruppen, sondern kleinere Tische. Das ist der Bereich, wo Sam Bruce gesagt hat, dass dort Adam und seine Leute platziert werden, um einfach so ein bisschen diese, so, sie sind zwar eingeladen, aber um den Liebsten von der Camarilla quasi immer noch zu zeigen, dass sie anders sind. Deshalb sind sie so separiert von allen irgendwo und man kann sie da auch ein bisschen besser im Blick behalten. Ja. Vom Design her ist es eigentlich alles relativ neutral gehalten. Also es ist so, Sam wollte den Club ja, dass man da auch verschiedene Musik drin laufen lassen kann oder verschiedenes Publikum bedienen und von daher ist die ist alles relativ nüchtern gehalten, so dass man eben sowohl eine Metal-Party drin schmeißen könnte, wie auch irgendwie eine Hip-Hop oder sonst was Veranstaltung, weil das einfach jetzt nicht irgendwie alles zu sehr auf einen Stil getrimmt ist, dass es dann stören würde. Da kann man dann mit so kleinen Deko-Elementen, was jetzt eben zum Beispiel diese Stoffbahner mit den Clan-Symbolen sind, was weiß ich, würde mir jetzt sagen, man macht an dem Abend irgendwie, hat die Metal da drin, dann würde man da einfach andere Banner hinhängen können. Also das sind so Aufhängungen für Banner, die man dann je nach Ding auch austauschen kann. Was allerdings ist, bevor man zu dieser Bar kommt, geht noch so ein kleiner Flur entlang, wo es dann auch zu den Sanitärräumen und so abgeht. Und da hängen verschiedene Bilder, Fotos von Tänzern. Und zwar alle möglichen Tanzstile. Und zwar so ein bisschen so auf die Evolution des Tanzens gemacht. Also so mit hier ganz, ganz alten Fotos, auch alte Fotos vom Ballett oder von sonstigen Burlesque-Tänzer in Paris und so weiter. Und die dann halt auch, je weiter man voranschreitet, umso moderner werden die Bilder quasi. Also gibt es dann halt auch, irgendwann ist dann halt wirklich auch dieses 80er-Jahre-Aerobic mit diesen furchtbaren Klamotten und so weiter. Und dann aber auch so ganz moderner Ausdruckstanz, wie Leute da geschminkt sind und zurechtgemacht sind. Das ist halt, und Breakdance und so weiter. Also das ist, man geht diesen Flur entlang und hat quasi so eine Evolution über das Tanzens eben aus der Zeit, seit es quasi Fotos gibt. Also 100, 150 Jahre oder so. Ja. Okay. Magst du für mich gerade noch mal beschreiben, wo jetzt genau welcher Clan sitzt? Weil das ist, glaube ich, Ronan! Ronan muss es sagen. Zebra sitzt vorne links. Ja, direkt also an der Bühne. Also die Ventures sind vorne links. Muss man gerade, wo war der Plan? Also nicht direkt auf der Bühne, aber an der Bühne. Genau. Material. Ja, bin dabei. So. Genau. So. Offizielle Feindschaften wäre zum Beispiel, dass man die Eck daneben nicht die Brucher setzt. Aber gut, da wir ja offiziell eigentlich keine, außer Angela, keine Brucher haben. Wäre direkt daneben von der Reihenfolge her, hätte Rone gesagt, könnte man da die Tremere setzen. Die Primogen Veronica sitzt dann da, genau. Ja. Genau. Dann Clan der Rose. Alan Skillman. Ich überlege gerade.
Nein, die Nosferatu nicht direkt daneben. Die Nosferatu, die würden auf jeden Fall auf der anderen Seite sitzen. Mhm. Joe sitzt dann. Sollen wir die dann auf eine Höhe mit den Ventru setzen? Genau gegenüber? Ja, ich denke, das geht okay. Okay. Daneben die Banu Hakim würde ich vorschlagen, weil die sind sich, die können als Puffer quasi, und wir wissen ja, dass Malcolm und Joe miteinander keine solchen Probleme stimmt, haben. Ja, das würde Sinn machen. Ein ausgestoßenen Clan sitzen alle rechts. Und dann, und da dann Clan des Mondes. Mike Haviana direkt neben dem Banu Hakim, ja, mit Frank Graham, ja. Und dann die Gangrel. Ja, die gibt's nicht. Also doch, klar, Anna, klar. Doch, ja. Hallo, natürlich Anna. Entschuldigung, Anna, ja. Ja. Das heißt, Scarlett bekommt keinen Sitz. Dann haben wir noch was frei. Auf der linken Seite. Wir haben auf der rechten noch einen und auf der linken auch noch, auf der linken noch zwei. Angela setzen wir neben Ellen, oder Angelas Platz neben Ellen. Mhm. Würde ich sagen. Mhm. Da sitzt dann Jelly. Damit ist Jelly auch nicht ganz stimmt. In der Mitte des Raumes, stimmt. Sondern auch so, dass sie zur Not sich schnell zurückziehen kann. Als ihr Ghoul, stimmt, richtig. Genau. Man könnte jetzt ein Fauxpas machen, also einen richtigen Knaller. Weil La Sombra ja ehemals ein hoher Clan, könnte man natürlich auf die Seite der quasi der hohen Clan setzen. Ich wollte den Abend gerne überleben. Das wäre echt fantastisch, wenn wir das hinkriegen. Dann, also sie würde nicht bei den, sie würde auf der anderen Seite sitzen, bei den quasi Ausgestoßenen. Oder nicht so beliebten. Also dann direkt neben den Gangrel. Ja. Hinter den Gangrel. Man kann sich überlegen, ob es unbedingt sinnvoll ist, genau in der Mitte zu sitzen, wo man den weitesten Weg zu Fluchtmöglichkeiten hat. Ich finde es gut, dass die Marker werden. Immerhin, also immerhin haben sie dir das so gebaut, Scarlett, dass du bei den Primogenen sitzen darfst. Also. Yay! Ja, das ist eine Freiheit, die sich Sam rausgenommen hat, nachdem sie ja versucht hat, auch Sabra auszureden, dass wenn irgendwer einen Treueschwur leisten muss, dass das nicht nur Scarlett sein wird, sondern wenn dann von jedem Clan jemand. Ja, schon verstanden. Impala schreibt gerade schon tot durch Sitzordnung. Ja, mal schauen. Noch hat Malcolm sein Schwert nicht gezogen. So, Säbel, genau. Er hat einen Säbel, genau. Ja, genau. Ja, also dann haben wir grob eine, also ich habe jetzt grob eine Vorstellung, wo wer sitzt. Vielleicht machen wir, starten wir aber nicht direkt auf dem Elysium, sondern vielleicht im, das wird nicht direkt mit Sonnenuntergang beginnen, sondern erst ein bisschen in vorangeschrittener Nacht vielleicht. Und die Leute müssen ja auch erst anreisen und sich schick machen und so, ne? Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, euch vielleicht was früher schon zu treffen. Ja, Malcolm muss sich besonders schick machen, ja. Und ihr habt die Möglichkeit, ja, euch noch mal irgendwie vorher schon zu treffen, weil zumindest Bruce muss ja auch noch früher da sein, um sich mit dem menschlichen Sicherheitsdienst auseinanderzusetzen. Sam hat ja eben schon davon gesprochen, dass die Ausgänge bewacht sind und so, dafür sorgt ein menschlicher Sicherheitsdienst. Sam hat ja beim letzten Mal schon erwähnt, dass sie mit ihrer Präsenzkraft sich so einige von den Leuten halt, naja, in Anführungsstrichen untertan gemacht hat. Nicht diejenigen, die mir Malcolm empfohlen hat, sondern nur du, nur diejenigen, die auch später zur Sicherheit vom Club gehören werden. Weil okay. Malcolm hat ja Sam so ein Zettelchen zukommen lassen mit, ich glaube, einem Kontakt, wo sie auch nach Leuten fragen kann. Und nachdem sie weiß, wie Malcolm darauf reagiert, wenn man irgendwie an seine Leute rangeht, die natürlich nicht. Okay, also den Tipp von Malcolm nicht, nicht genommen, sondern bewusst andere Entscheidungen. Doch, den Tipp von Merkel genommen, aber ach seine so. Leute nicht versucht zu beeinflussen. Ach so, die nicht beeinflusst. Ah, okay, jetzt nein, jetzt nein, check nein. Ich, Okay, also sind da jetzt einige Beeinflusste und einige nicht Beeinflusste bei?
Genauso wie die Mitarbeiter teilweise ja irgendwie alle irgendwie ja gebrieft sind. Das heißt, die wissen um die ganze vampirische Gesellschaft. Es werden nachher auch Gude mit dabei sein und auch, naja, und halt trotz und wissende Menschen, die aber trotzdem noch nicht gegoolt sind. Genau. Und Hakim 87 Kraut Koalas. Dankeschön. Und wir gehen jetzt nochmal ein paar Stunden halt in die Vorbereitung nochmal des Elysiums. Irgendwie Bruce hat wahrscheinlich viel zu tun, läuft viel rum, muss viel organisieren, weil er ist ja irgendwie der Sicherheitschef von Sam bestimmt dazu und von Ronan. Oder eigentlich ist Ronan der Sicherheitschef als Sheriff der Stadt, aber Bruce ist so die ausführende Hand, so da hat Sam und Ronan ihn zugemacht. Und ich weiß nicht, wie früh Jelly und Scarlet bei Sam aufschlagen, weil die sind ja sonst auch immer auswärtig unterwegs. Ronan, denke ich mal, ist auch da, weil der hat ja auch sein Mini-Heimatplätzchen im Keller. Ja, und der ist eh gerade ein bisschen durch. Also es ist, ja, nach den letzten Ereignissen der letzten Tage auf jeden Fall, ja. Vielleicht, ja, was macht Scarlet? Hat er auch schlecht geschlafen. Ja, definitiv. Scarlet ist ganz nervös, weil sie ja ein Problem als La Sombra hat. Der Spiegel funktioniert ja nicht mehr als solches und sie brauchte Henrys Hilfe, um überhaupt Schminken oder irgendwas aus sich zu machen. Dementsprechend weiß sie auch nicht wirklich, ob das gut aussieht, was da passiert ist. Deswegen ist sie auch unsicher, ob das so passt. Das letzte Mal hatte sie ja modische Beratung von Sam als Toreador, der traut sie das durchaus auch zu. Aber der gute Henry, naja, man weiß es ja nicht. Es ist nicht so, dass du nicht auch vorher hättest vorbeikommen können und Sam fragen können. Meinst du nicht, dass du noch zu viel mit dem Vorbereitung zu tun hättest? Sam ist darin geübt, die braucht er jetzt nicht so lange, um dich irgendwie vorzeigbar zu machen. Hier noch ein elektrisches Teelicht. Bei einer guten Basis braucht man nicht viel tun, ne? Da noch eine Serviette. Nee, dann würde Scarlet auch ein bisschen früher dann auf dem Elysium auftauchen und auch so. Hi, was meinst du? Geht das so? Natürlich. Ach, gut. Ich meine nicht, dass ich nicht das größte Vertrauen in Henry hätte, aber er ist ja schon ein bisschen älter und sein Geschmack muss ja nicht unbedingt der Geschmack der Masse sein. Es ist nicht beige, also komm, so einen schlechten Geschmack hat er nicht. Und wie sieht's bei dir aus? Brauchst du noch Hilfe bei irgendwas? Ich würde am liebsten den ganzen Schuppen hier in die Luft sprengen und alles absagen, aber ich glaube, da kannst du mir nicht wirklich dabei helfen. In der Theorie wüsste ich, wo wir Sprengstoff herkriegen. Ich denke immer wieder daran, die Sprinkleranlage mit irgendwie was Entsprechendem zu füllen und... Sag mir nur rechtzeitig Bescheid, dass ich das Gebäude verlassen kann. Keine Sorge, euch würde ich nicht mehr in die Luft jagen. Aber bei dem Rest von der Bande, der hier später auftauchen wird. Hoffen wir das Beste. Naja, schlimmer wie das letzte Elysium kann es eigentlich fast nicht werden. Ich glaube, zur Beruhigung hat Ronan, bevor er den Club betreten hat, eine ganze Schachtel geraucht, damit er den Abend überlebt. Nikotinpflaster. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich, Ronan. Du wirst am Ende des Abends nicht leben. Dam, da. Erste Drohung des Abends wurde schon ausgesprochen. Ja. Kommt Jelly separat irgendwann später? Ist sie mit Ronan schon vorher da gewesen? Jelly kommt definitiv separat irgendwann später. Die wird auch die letzten Tage nicht mehr mit Ronan zusammengewohnt haben, sondern sich auf eine neue Isolation von so ziemlich alles und jedem eingestellt haben. Weil sie keine Ahnung hat, was jetzt auf dem Elysium mit ihr passiert. Sie weiß nur, dass sie ein offizielles neues Herrchen bekommt, was sie sehr ankotzt. Sie hasst es, als Objekt behandelt zu werden und jetzt muss sie heute hier antanzen und sich als Objekt behandeln lassen. Aber dann denkt sie sich so nach dem Motto, diese Grundaggression, die ist eigentlich ganz praktisch, weil die hilft bei meiner Tarnung, weil ich ja der Ghoul eines Bruchers bin. Und wenn ich nicht so ein bisschen aggro bin, dann fällt das auf. Also wird sie irgendwann vermutlich so wie abgesprochen kurz vorher angestampft kommen aus einem Taxi oder so.
und sich halt quasi einkassieren lassen mit ihrer Einladung, weil naja, der Sheriff hat gerufen, also steht das Hündchen bei Fuß, so nach dem Motto, ne? Und wird sich dann ganz offiziell rumschubsen lassen. Also, und wenn die sagen, geh in den Keller und wir sperren dich da ein und holen dich raus, weil wir dich für eine Befragung brauchen, dann geht sie in den Keller und lässt dich einsperren. Das ist so das, was sie jetzt tut. Sie ist im Moment sehr reaktiv und sehr passiv-aggressiv. Okay. Bevor wir dann nochmal weitermachen, wollen wir nochmal ganz kurz noch die Umstände auch nochmal erörtern. Zwischen Sam und Sabra und Ronan gab es die Absprache, dass der Innenraum des Clubs nicht gefilmt wird. Malcolm hat Sam mit Dingen versorgt, nicht? Nein, sie wollte, dass es gefilmt wird. Ich hatte gesagt, wir schalten die Videoaufnahmen aus. Das ist im Normalfall hat man in Videoüberwachung zwecks, um Drogengeschäfte und sowas zu verhindern. Wir werden sie fürs Elysium ausschalten. Aber unsere liebe Prinzigkeit möchte, dass die Kameras weiterlaufen und sie möchte nämlich gerne die Videoaufnahmen haben, um dann zu gucken zu können, wie die einzelnen Leute bei ihrer Ansprache reagieren. Um zu gucken, wer wie treu zu ihr steht. Und das ist eine Sache, die Sam eh schon nicht so gut gefunden hat und sich eh schon überlegt hat, wie sie dem Ganzen irgendwie, was für eine Ausrede sich finden kann, dass das nicht funktioniert hat oder dass ihr die Videoaufnahmen nicht rausrücken muss. Aber der liebe Malcolm war ja so nett und hat Scammer montiert im Club. Ja, also wäre es möglich, auf Knopfdruck die Überwachung auszuschalten. Genau, außerdem ist die Anwendung von Disziplinen untersagt, aufs Strengste untersagt, wie auch immer das ausgehalten werden soll und kontrolliert werden soll, aber falls jemand erwischt wird, zieht das wohl Strafe nach sich. Welche auch immer, muss dann der Sheriff wohl entscheiden oder oder die Prinz. Und von daher ist das mal so das Rahmending. Außerdem sind Waffen nicht erlaubt. Genau. Frage ist halt, wie man mit dem verlängerten Selbst eines Banu Hakim umgeht, denn die Waffe deines Banu Hakim ist ja Teil seines Selbsts und mal schauen, wie dann der Sicherheitsdienst bei Ankunft von Malcolm auf die Waffe reagiert. Malcolm ist Teil der Sicherheit auf eigenen Wunsch von Sabra und somit darf Malcolm auch eine Waffe tragen. Ja, dann hat er ja kein Problem. Dann bin ich gespannt, wie der Sicherheitsdienst auf den Sittiten reagiert. Dann mal gucken, da werden wir gleich zu kommen. Genau, aber das ist die Grundsache. Bruce wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen hin und her friemeln, kriegt zwischendurch aber einen Anruf von einem Bekannten von sich, den er vor ein paar Folgen mal instruiert hatte, Dinge für ihn zu erledigen. Ja, ich gehe dann natürlich auch dran, würde mich dann draußen dann wahrscheinlich dann hinstellen. Ich war wahrscheinlich gerade dabei, so ein bisschen und das Security-Personal so ein bisschen zu briefen. Vielleicht steht da draußen bei Ronan, der gerade noch eine Zigarette raucht oder so. Ja, dann gehe ich da natürlich dran. Ja, bitte. Ja, es ist der örtliche Sheriff, also nicht der vampirische Sheriff, sondern der menschliche Sheriff, den du ja instruiert hattest, weil er ja ein Kontaktmann von dir ist. Du hattest ihn mal aufgetragen, sich schlau zu machen über Kennzeichen von dem Bus, von dem Partybus und etwaige Verbindungen und so. Hattest du ihn drauf angesetzt, hat er schon damals gesagt, das wird eine Zeit lang dauern, bis ich das Zeug kriege. Und jetzt ruft er dich an und hat ein paar Infos für dich. Ja, Ronald? Ich gehe dann dran. Ich habe Infos über die man sieht es nicht, aber man hört es ihn so sich bewegen, über die Sache, die wir gesprochen haben. Ja, das klingt doch gut, dann schieß los. Ich würde dann so ein paar Schritte abseits gehen von allen Leuten, auch von Ronan. Ja, also da ist mal das Offensichtliche. Der Bus ist zugelassen, nicht hier in den USA. Verstehe, Mexiko oder? Genau, Mexiko. Aber das hat mich eine ziemliche Aufwand gekostet, da jemanden irgendwie rauszukriegen, wer da irgendwie
Naja, die Behörden da arbeiten halt nicht so gründlich wie hier. Wenn du verstehst. Mexikaner, keine Amerikaner, ich verstehe schon. Ja. Ja, also die generell ist das also eine komische Wohltätigkeitsstiftung. Wohltätigkeit? Ja. Hab mich schlau gemacht, was die machen. Die machen so Obdachlosenhilfe und so. Obdachlosen, okay. Ja. Das sind ja tolle Wohltäter, wenn die einen Bus dann in dieser Einfahrt parken. Ja, aber wir haben ein Glück gehabt, eine Organisation kann nicht Halter sein von einem Fahrzeug. Es muss immer eine reale Person angegeben werden und da habe ich dir mal den Namen rausgesucht. Das ist eine gewisse Sarah Graham. Sarah Graham. Okay. Sagt dir das was? Hilft dir das? Ich glaube, hat man davon gehört, komme aber gerade nicht so richtig drauf. Ich hilf mir auf jeden Fall. Ich kenne Leute, die den Namen vielleicht auch mal gehört haben. Aber ich danke dir schon mal. Ja, mehr war irgendwie nicht groß, was rauszufinden. Ich habe mal geguckt, wer das ist, aber die Spuren verlieren sich. Scheint wohl aus den USA zu kommen. Aber wo, weiß ich nicht. Ja, ich verstehe. Du, Ronald, vielen Dank, ey. Du hast ein paar Whisky gut bei mir. Da freue ich mich schon drauf. Vielleicht, wie sieht's mit, überleg so einen Moment, 2 Tagen aus. Da sollte ich wieder frei haben. Ja, ich muss mal schauen, ist gerade viel los hier. Ja, ich verstehe immer noch wegen dieser Mordserie. Ja, es nimmt nicht ab. Scheiße, Mann. Hauptsächlich Papierkram. Na gut. Dann, Ronald, ich habe mir noch ein bisschen was zu tun. Weißt du jetzt auch, neuer Job und so. Halt die Ohren steif. Ne? Und mach ich. Wieder immer vielen, vielen Dank. Bis zum Whisky. Bis zum Whisky, wir sehen uns. Leg dann auf. Ich schaue in die Richtung von Ronan. Guck mal kurz, ich habe da was Interessantes gerade gehört. Mein lieber Freund, das war mein lieber Freund, der andere Sheriff. Kennt mittlerweile schon 2. Eine Stimme als im Western, ha? Tatsächlich. Naja. Ich habe ihn mal darauf angesetzt, quasi, was über den Bus rauszufinden. Und da waren ein paar interessante Sachen dabei. Einerseits, das war jetzt nicht sehr verwunderlich, zugelassen in Mexiko. Was aber deutlich interessanter ist, und ich tritt so einen Schritt näher, auf eine gewisse Sarah Graham. Getarnt ist das Ganze wohl als so eine Art Wohltätigkeitsverein, wie auch immer sie das schimpfen wollen. Machen wohl was eigentlich in Bezug auf Obdachlose hier. Passt ja auch großartig zu einem Krankenhaus und vielleicht kostenlose medizinische Beratung für Obdachlose. Gibt ja mittlerweile ein paar, die sowas machen, für die keine Krankenversicherung haben. Ja. So, umherfahrende Krankenstationen. Immer wieder Sarah. Man fängt so, ochst da mal so ein bisschen so gegen die Wand so und dann ab. Und dann? Lass es besser. Ich glaube, das dauert noch ein wenig. Ronan hat deutlich die Hand verbunden. Ja, und, also man sieht hier so ein paar Verbände und hat einen Handschuh drüber. Ist das immer noch von, du weißt schon, meinem Bruce, Schätzchen, du bist echt kräftig, aber gebrochene Knochen heilen normalerweise innerhalb einer Nacht. Du, ich bin noch nicht so lange im Nachhilfeunterricht, ja, also ich bin noch nicht. Mit anderen Worten, du kannst, wenn du draußen in den Canyon runterhüpfst und dir jeden Knochen brichst, ist du in der nächsten Nacht wieder komplett gesund.
Das ist gut zu wissen, ich werde es aber nicht ausprobieren. Das ist gut. Wie ist dein Malheur passiert? Ich frage nicht nach. In gewisser Weise, Schmutzekurz ist gerade dran schuld. Okay. Sollte ich wissen, was damit jetzt genau auf sich hat, oder? Sagen wir so, Plenava hat Wort gehalten. Was die Kommunikation mit, also die Möglichkeit der Kommunikation mit meiner Frau ergeben hat. Du, darüber sollten wir vielleicht später nochmal reden. Hat dann allerdings ein bisschen wehgetan. Alles hat wohl einen Preis. Das ist ja keine Ahnung, Mann. Das ist ja keine Ahnung. Nein. Manchmal ist das auch ganz gut so. Unwissenheit ist ein Segen, Kumpel. Ja. 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 Ich wünschte, ich hätte die Hälfte der Sachen hier, hätte von der Hälfte der Sachen niemals gehört, dass es dieses ganze Zeug hier gibt. Aber tja, so ist das nun mal. Ich wünschte, irgendwann würde mein Gehirn mal stillstehen. Nun, wahrscheinlich technisch gesehen steht es still. Wenn immerhin ist es tot. Klugscheißer. Nee, hey, was? Ronan? Ja? Ich schaue auf den Boden, wo wahrscheinlich so ein kleiner Haufen dann von Kippen ist. Willst du das später noch wegräumen? Was bist du jetzt, die Gehwegpolizei? Alter, das ist direkt vorm Eingang. Ich dachte, ich schiebe es in die Kanalisation, damit sich es dran erfreuen kann. Schieb's einfach weg. So, ich muss jetzt noch ein bisschen weiter briefen. Klopf dir auf die Schulter. Dann brief doch mal. Ja, dann gehe ich wieder rein in den Club. Ronan raucht die letzten Zigaretten, bis die Schachtel wirklich leer ist und schmeißt dann alles weg. Wenn Malcolm Teil des Sicherheitskonzeptes ist, wann taucht der auf? Sichtbar erstmal gar nicht. Okay. Der hat sich das alles angeguckt, was Sam da strukturiert hat und aufgebaut hat und so. Und für die Einweisung des Personals sind der Sheriff und sein Gehilfe zuständig. Welche Instruktionen gibt ihr denn dem Personal? Ja, einerseits natürlich die Aufteilung generell, wer wann sich wo zu befinden hat, dass halt immer zwei mindestens am Haupteingang sind. Da ist ja auch quasi dieser lange Gang, wo dann eben vorher schon draußen kontrolliert wird. Ich gehe mal davon aus, es wird dann auch so eine Art Sicherheitsraum geben extra, wo diese Bildschirme sind für die Kameras und so weiter, dass der zu jeder Zeit immer besetzt ist mit mindestens zwei Personen, dass er nicht immer eine alleine oder so ist. Da können auch dann Waffen gelagert werden von Leuten, die Waffen mitnehmen und sie dann am Eingang abgeben. Genau. Ja, der Sicherheitsraum war ja der, wo Ronan auch seine ganzen Computerkram aufgebaut hatte, ne? Da, wo ja, die Zellen schon, auch ja. sind, ja. Genau. Ja, ansonsten ist das ja auch so ein Schichtsystem. Erst einmal, die erste Zeit wird dann Bruce auch selber vorher am Haupteingang sein und dann erstmal alle willkommen heißen und natürlich erstmal abtasten, soweit, je nachdem. Außer halt Sam sagt mir da im Bezug halt irgendwas anderes, ne? Weil Sabra hat ja sowieso einen eigenen Eingang und so weiter. Und sind wie gesagt immer wahrscheinlich im Sicherheitspersonal Mann und Frau für das Abtasten da gedacht. Es wird dann auch immer Sicherheitspersonal im Innenraum geben, mehrere Leute, die sie halt so am Rand quasi aufhalten, das Ganze mal beobachten, vor allen Dingen natürlich auch für den Normalbetrieb, wenn der Club wirklich beginnt, jetzt wird das Elysium, werden die sich halt bedeckt an den Seiten auch halt aufhalten, um den Raum komplett im Blick zu haben.
Und ja, wie gesagt, die Schichten wechseln ständig. Es gibt immer halt so ein paar Leute, die so Puffer sind, dass quasi Leute wirklich am Standort abgelöst werden. Das heißt, es muss nicht quasi, ne? Es gibt keinen Punkt, wo mal nicht einer der Posten besetzt ist. Und ja, ansonsten sind wir natürlich wahrscheinlich auch alle verkabelt, haben alle so ein Knöpfchen im Ohr, damit wir uns eben natürlich auch verständigen können und das halt genauer planen können. Wenn dann mal Scarlet kommt, dann werden die Knöpfe mal kurz versteckt oder so oder zur Seite genommen. Und ja, ansonsten ist natürlich auch sichtlich, dass es halt Sicherheitspersonal ist. So. Und ja, jetzt fällt mir da spontan nicht viel mehr ein. Ich gucke mal hier nur ganz kurz. Ja, genau, wir dürfen ja auch bewaffnet sein, Sicherheitspersonal. Bruce wird halt dann dementsprechend auch. Ja, also jetzt nicht voller, keine Ahnung. Also ich habe jetzt nicht meine Maschinenpistole da, die ich von Harry bekommen habe. Aber ich werde dann auch schon, ja, wie gesagt, bewaffnet dann eben auftauchen. Also Bruce wird auf jeden Fall auch einen Flock haben. Ja. Der ist dann so an meinem Gürtel befestigt. Ronan auch? Mhm. Ihr werdet in eurem Sicherheitspersonal Material Leitungskit auch Magnum Revolver gefunden haben. Passt wird ja allerdings schon gebraucht. Ah, das ist jetzt nicht so wild. Passt ja, wir sind ja in Texas. Also ein schöner Revolver. Ja. Ja. Genau. Und ja, genau. Es ist halt dann auch immer einer am Hinterausgang. Natürlich, der quasi da auch regelt, dass keiner irgendwie von hinten einfach den Club betritt, ohne dass wir davon wissen. Außer natürlich, also alles immer in Absprache mit Sam quasi, wenn irgendwie eine Ausnahme zur Regel quasi kommt, dann ist das in dem Fall halt, ne, kommt das von ihr. Oder eben Ronan, wenn der Sheriff da was auszusetzen hat, dann... Ja. Wo befindet ihr selber euch, also Ronan und Bruce? Bruce wird das so arrangiert haben, jetzt für diesen Fall, dass ich halt am Anfang, wie gesagt, am Haupteingang stehe und da mitkontrolliere und mir halt auch einen Überblick mache, wer gerade da ist, wer wann kommt. Und dass ich dann so wahrscheinlich 15 Minuten, bevor es wirklich losgeht, das dann halt abgelöst werde von einem menschlichen ja, Sicherheitspersonal. Und ja, dass ich mich dann eben wirklich oft auf meinen Platz setzen kann. Ich werde ja wahrscheinlich neben Anna sitzen. Wenn du das, wenn Anna das zulässt, dann auf jeden Fall, ja. Das musst du ja sagen. Sonst ein bisschen in der Mitte bei dem Pöbel. Ja, das wäre auch in Ordnung für mich. Rodman wird auf jeden Fall die ganze Zeit durch den Club tingeln. Also der ist überall und nirgends. Halt auch als Anflug von Paranoia, der wird auch die erste Zeit immer wieder die Zwischengänge auspexen, nicht, dass sich doch ein Nosferatu einschleicht. Ja, dann kannst du direkt mal würfeln gegen Malcolms Verdunklung. Ob du Malcolm da irgendwie rumflitzen siehst? Mit dem habe ich zumindest gerechnet. So, warte mal. Da. Müsste zumindest richtig sein. Ui! Ich kann euch heute leider die Würfel nicht anzeigen, weil das ganze Overlay ein bisschen überlastet hier ist, aber das wären Erfolge. Sechs Erfolge. Ich denke, mit sechs Erfolgen wird der Malcolm ausspähen können. Das ist durchaus richtig. Allerdings, sobald Malcolm das Gebäude betreten hat, verdunkelt er sich nicht mehr. Okay. Sondern schleicht tatsächlich einfach nur über die Gänge. Jedoch immer noch sehr unauffällig und von Schatten zu Schatten. Also das kriegst du dann mit, wirst ihn dann wahrscheinlich irgendwo treffen. Allerdings betont nicht verdunkelt. Es gibt Regeln. Ja, und die erste, die man dann wahrscheinlich irgendwie eintrifft, ist dann Scarlet, ne? Irgendwie, um sich mit Sam nochmal abzusprechen oder so. Jelly wollte ja später dazu stoßen. Gibt es noch irgendwas, was Scarlet und Sam noch zu besprechen haben? Ja, oder eigentlich weniger. Okay. Also dann bist du halt auch nur vor Ort und tingelst da ein bisschen mit rum. Wahrscheinlich kriegst du dann von Sam irgendwie gesagt, dass du da hinten hinter den Gangwell sitzen darfst. Da hinten. Ach, okay. Nicht beim Pöbel. Nicht beim Pöbel. Ne? Ja, also den Leuten, die ich kenne, also hier aus der Gruppe, die können natürlich auch, bis es losgeht, gerne im Büro oben Platz nehmen.
Ja. Dann wird sehr früh wird Sabra kommen mit ihrem ganzen Gefolge. Das ist eine ganze Ecke Leute, die sie da mitgebracht hat. Und dementsprechend, sie schlägt halt irgendwie so auch auf mit so einem Tross an Leuten. Ihr Ghoul ist dabei und quasi fast ihre gesamte Herde. Und Sam hatte ja gesagt, dass sie noch einen Rundgang bekommt durch den Club, weil sie hat den Club ja finanziert. Das heißt, sie muss jetzt erstmal alles begutachten. Und das heißt, da ist Sam jetzt auch erstmal eingespannt, irgendwie Sabra herumzuführen, während sich die Herde und Shane Jones, der Ghoul, den ihr ja auch kennt, der war ja Bürgermeisterkandidat, während die sich ein bisschen auch mit ihr zusammen umgucken. Ja. Ist das Liebchen Isaiah auch schon dabei oder kommt der separat? Isaiah ist nicht dabei. Nee. Gut. Ja, vielleicht kommen dann die Toreador ziemlich früh. Also Alan Skillman kommt relativ prunklos. Also sie fährt schon mit einer ordentlich aufgemotzten Karre vor. Hat eigentlich nur ihre Ghoul dabei. Allerdings noch den anderen Vampir, der ihr quasi nie von der Seite weicht. Diesen großgewachsenen, schlanken, androgynen Kerl, den ihr auch schon ein paar Mal gesehen habt, der immer so ultra krass weiß geschminkt ist und halt dann, also Grundfläche weiß und dann halt mehr aussieht, als wäre er in den Farbkasten gefallen. Der bringt noch seinen Ghoul mit und dann ist auch noch ein weiterer Toreador dabei, den ihr aber noch nicht kennt. Zumindest noch nicht persönlich getroffen habt oder noch nicht euch mit ihm auseinandergesetzt habt. Die kommen so als Pulk an. Anna wird, glaube ich, sehr früh da sein. Vielleicht auch schon mit Bruce irgendwie angereist sein zusammen. Hat Chad den Kater mit. Wobei, ist okay, der wird sich eh nur in irgendeine Ecke setzen. Der wird sich nicht viel bewegen. Ja. Der setzt sich irgendwie auf den Tisch und leckt sich irgendwie aufreizend Körperstellen so zu Sabra gewendet. So nach Motto, du bist eine dumme Kuh. Also dann kommt irgendwann ein Tremere an, den ihr noch nicht kennt. Nicolas heißt er. Kurz danach gefolgt von Veronica und ihrem Ghoul und einer Gestalt, die nicht eine Robe, also es hat schon eine Ähnlichkeit mit so einer Stoffrobe, mit einer Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Und jetzt wäre die erste Sache, wo man, also bei den anderen, wenn ihr diese grob durchsucht habt, da werdet ihr nichts gefunden haben. Aber das ist jetzt so die erste Person, die ihr auch nicht wirklich kennt, so dieses auch, wo man nicht ins Gesicht gucken kann, direkt bei der Anreise und so, weil er ist halt sehr groß, überragt Veronica um 4 bis 5 Längen, ragt also sehr, sehr hoch ein und muss sich auch, wenn er irgendwie nachher da bei euch durch die Tür geht, so ein bisschen zur Seite lehnen. Aber man sieht halt wirklich nur diesen mönchsartige Kutte mit der großen Kapuze, so ähnlich wie Malcolm sie auch immer tief im Gesicht trägt. Ja. Wie geht ihr mit dem um, als Sicherheitsdienst? Wurden mir da irgendwelche Instruktionen angelassen? Also ich gehe mal davon aus, wir werden ja so eine Gästeliste haben, die werde ich dann vermutlich auch immer abhaken. Ja, gerade da sind wir nicht. Ja, das ist Ding. Ich schätze, beim Abtast macht es Klong Klong. Ja, wenn du den abtastest, dann wird das sehr hart sein, ja. Scheiße. Ich würde dann vermutlich, ich bin ja da derjenige, der abtastet, dann, also hat Ronan mir da irgendwas zu gesagt? Ansonsten würde ich jetzt holen. Es stand ja auf der Gästeliste. Und das Gerücht, dass es dir geben soll, ja.
Und also Ron hat ja auf jeden Fall gesagt, dass es sein könnte. Anna hat das Bruce beim letzten Mal auch erzählt. Dass das Ding mitkommt, die Gargüle. Auch wenn Ron hinzugefügt hat, dass er seine noch nie gesehen hat. Also überhaupt noch nie eine Gargüle gesehen hat. Aber gut, aber wenn du jetzt gesagt hast, dass das in Ordnung geht, dann würde ich ihn halt auch noch abtasten. Dann man kann das schlecht verbieten. Wobei Gargülen sind lebende Waffen. Das ist so dieses Ding so, aber gut, das ist Malcolm theoretisch auch. Das ist so. Anna auch. Ja, Anna auch, aber es ist so. Und wir haben doch gar nicht mit dem Brucher angefangen. Ja, richtig. Ja. Ich glaube, das ist so quasi so, Ron wird dann gesagt haben, das ist Veronicas Leibwächter. So. Ja, dann würde ich halt ich würde Ding abtasten. Dann natürlich, ob der trotzdem noch irgendwas quasi am Körper hat. Ich kenne das ja nicht. Probiere mir auch, meine Verwundung nicht deutlich anmerken zu lassen. Es wird schon rüberkommen. Ja, das Ding bleibt stur stehen. Ja, das ist in Ordnung. Also wenn du abtastest, ist es halt hart. Wie Stein. Ja, ich schaue den an. Gut. In deinem Fall, bitte die ganze Zeit den Kopf einziehen, sollte die Deckenhöhe nicht ausreichen. Bitte versuche, so wenig wie möglich zu berühren, zu zerstören, etc. Ich gehe mal davon aus, ich gehe mal davon aus, der wird sich nicht hinsetzen, weil der ziemlich schwer ist. Also, oder hat der einen Stahl-Till? Also, er hat keinen Stuhl mitgebracht. Also Ronan ging davon aus, wenn die Gerüchte stimmen, wiegt so eine Gargüle 300-400 Kilo, mindestens, das fasst keinen Stuhl, der muss sich dann auf den Boden setzen. Ja, das wird dann auch. Oder genau, er bleibt stehen. Oder er bleibt stehen. Die Frage ist dann auch, ob der überhaupt auf den Rang passt. Also Gewicht. Also der hat sonst die Ausmaße, halt, der ist halt sehr, sehr groß, aber hat sonst halt eine Ausmaße von einem ganz normal, also von einem großen Menschen. Der wuchtig, aber die Frage ist, wie schwer ist der? Also passt der da auf die Balustrade? Also wenn da quasi an der Seite, ich weiß nicht. Das ist nur so eine Stufe und die ist aus Beton gegossen. Also wenn er die zusammenkrachen lässt, dann... Aber er hat auf jeden Fall Flugverbot im Club, sich irgendwo ins Gebälk zu setzen. Also wenn der die Verkleidung von oben runterholt, ist scheiße. Lichtmasten werden ihn wahrscheinlich definitiv nicht tragen. Ja, das werde ich dann auch genauso sagen. Um das Mobiliar im Club zu schützen, möchten wir ihren Begleiter, Miss Grow, auch dringend dazu bitten, sich entweder auf den Boden zu setzen, was natürlich nicht gebietet, oder stehen zu bleiben während des ganzen Elysiums. Ansonsten hat der Sheriff noch einmal konkret betont, dass natürlich Flugverbot gilt für ihren Begleiter. Ding. Selbstverständlich, ja. Komm, Ding. Und bitte den Kopf einziehen. Ja, macht er. Bis zur Seite. Könnte Bruce schwitzen. Und nein, ich will keinen Prüfung aussehen. So. Ja, als nächstes kommt eine Gestalt irgendwie die im Hosenanzug an. Eine mittelalte Frau, vielleicht so 40, 50 oder so könnte man sie schätzen. Gibt ihr die Einladung ab. Das ist Iris Couplesworn, die Ghoul von Amanda. Mal gucken. Ach so, okay. Ja, wie gesagt, die wird ja dann von einer Dame abgetastet. Wie unangenehm. Ja. Hat nichts dabei groß sonst. Sonst kommt dann noch der Nosferatu Phyllis mit seinem vampirischen Kind Paul und seinem Ghoul Sophia. Da ist das Abtasten wahrscheinlich etwas unangenehmer.
Aber Phyllis zumindest hat sich in Schale geworfen, trägt so einen alten, in die Jahre gekommenen so 60er-Jahre-Anzug. Man sieht ihm halt deutlich diesen Nosferatu-Gesichtszüge an. Sieht so ein bisschen aus wie so eine wandelnde Fledermaus. So, aber unter so einem diesen typischen 60er-Jahre-Hut und dem Anzug mit Krawatte, irgendwie so, sieht aus wie so ein aus der Zeit gefallener Banker, der halt einfach nur ein Fledermausgesicht hat. Mit langen, zusammenstehenden Schneidezähnen vorne, die ihm so über die Unterlippe ragen. Also tatsächlich auch beim Abtasten von Nossis, da hat Bruce wirklich überhaupt kein Problem mit. Also wenn er jetzt natürlich keine Ahnung, irgendwie ein dritter Arm oder so irgendwo rauswächst, das ist natürlich ein bisschen creepy erstmal, aber da hat er tatsächlich recht wenig Probleme mit. Könnte an den Sachen liegen, die er bereits erlebt hat. Also da auch komplett unvoreingenommen halt wirklich gründlich arbeitend. Irgendwann erscheint dann vor Bruces Augen einfach so eine große, kantige Gestalt in so einem ausgeleierten sackähnlichem Leinen, auch mit einer Kapuze tief übers Gesicht und ein tierischer, großer Schwarm von Schaben und Fliegen und sonstigem Ungeziefer überwuchert ihn. Das macht dieses krabbelnde, chitinartige Geräusch. Ihr habt eine Einladung? Ja, es ist Joe. Ja. Der Sheriff, Ex-Sheriff. Primogen der Nosferatu. Ich hätte euch gebeten, dass wenn Joe kommt, dass ihr mir Bescheid sagt, weil ich den auch nochmal persönlich begrüßen möchte. Bitte einen Moment warten. Die Harpier wollte einmal mit ihm persönlich sprechen. Funkt das dann durch. Stellt sich an die Seite. Dann kommt irgendwann Wanze. Wanze hat sich auch in Schale geschmissen. Trägt ein, trägt irgendwie moderne, so modernen, maßgeschneiderten Anzug, der ihm allerdings ein Ticken zu groß ist. Ja. Und, schlurft so irgendwie zwischen den Zähnen pfeifend auf Bruce zu. Abtasten! Kann ich mich auch von der Frau abtasten lassen? Nein. Breitbein nicht hinstellen. Warum nicht? Breitbein nicht hinstellen jetzt. Na gut, bist ja auch ein ganz Hüpfer. Ich lasse das... Bruce lässt das komplett unkommentiert. Und wird den tatsächlich recht kräftig abtasten. Weiß gar nicht, woher das kommt. Als du dann irgendwie im Schritt angekommen bist, sagte, die Waffe kann ich nicht abgeben. Da muss ich jetzt erstmal einen Moment warten. manchmal würde er den noch. Ach, egal. Ja, also. Alles in Ordnung, den nehme ich an. Ansonsten sauber. Du kannst rein. Wunderbar. Wo gibt's die Häppchen? Es gibt doch Häppchen. Find's selber heraus. Und ich prima. Ich darf mich umgucken. Geht rein. Ich hoffe, du hast die Regeln dir zu Gemüte geführt. Steckt so, macht so eine etwas schlangenartige Bewegung mit dem Kopf so in deine Richtung zurück. Regeln sind dazu da, um sie aufzutesten. Ich kenn die Besitzerin. Wenn ich dich dabei erwische, breche ich dir die Nase nochmal. Ist ja gut, doch ein bisschen locker. Locker. Ich mach dir keine Umstände, brauchst dir keine Sorgen machen. Das will ich hoffen. So, und jetzt rein. Es gibt noch andere Gäste, die warten. Ja, Joe steht daneben, schüttelt zum Kopf. Ja, es wird genau das Gleiche sein. So, ich schaue zu Joe und dann so ein...
Kommt irgendwann so ein großer Familien-Van an, also so ein alter VW-Käferbus. Also wie heißen die? Das sind doch auch Käferbusse gewesen, ne? Sie sind, also so ein T3, T2? Ja, genau, so ähnlich. Da wo halt, wie viel sind da? 1, 2, 6, 8 Leute reinpassen. Wenn man sich ein bisschen eng aneinander kuschelt. Und es steigen ganz viele Leute aus, die so, ja, aussehen wie die Leute aus der Vorstadt irgendwie. Total normal. Versucht so ein bisschen, vielleicht sehen sie aus, als hätten sie sich schick für eine Konfirmation gemacht oder so. Aber sonst sich irgendwie, ja, es schreit so Mittelstand, wenn man sie anschaut. Sind halt so, ja, unwissentlich schlecht hochgetakelt. Bruce erkennt Frank Graham. Und die einzige, die ein bisschen heraussticht, die Bruce auch kennt, die immer mit ihrem 80er-Jahre-Retro-Outfit näher auffällt, ist es Sarah Graham. Ja, und die kommen so als Pulk. Da sind noch 3 Ghule mit dabei. Und 5 Ghule insgesamt. Ja. Haben aber auch alle Einladung. Ja, gut. Keine Waffen alle zu finden. Sehr gut. Kurze Zeit später kommt die ebenfalls bekannte Person vorbei, nämlich Sarah Majors, die mit ihrem Cowboy-Outfit oder Cowgirl-Outfit auch heute wieder anhat. Mit den Schlangenlederstiefeln und dem großen ausladenden Hut auf dem Kopf. Gibt irgendwie bei dir vorne aber so einen kleinen Lady-Revolver ab. Darf ich ja nicht mit reinnehmen, ne? Absolut richtig. Ja. Und hat dann halt so einen leeren Cowboy-Holster. Um Gottes Willen. Die Waffe ist. Dann sind auch schon fast alle da. Dann kommen irgendwann auch die Anarchen an. Was macht ihr mit denen? Zu den Anarchen gehört Adam, den kennt Bruce ja auch. Dann eine Frau, die Bruce noch nicht gesehen hat. Dann der Gangrel mit den Spinnenaugen und Spinnenbeinen. Und Gestalt, die so einen Collar trägt. Einen langen Mantel mit Kapuze, auch einen Collar runter. Und sehr aufrecht steht. Und deutlich auch ein langes Schwert auf dem Rücken trägt. Wie gesagt, wenn die haben die alle Einladung? Ich weiß nicht, ob die ja, haben. Haben sie. Okay. Ja, dann ich gehe mal davon aus, diese großgewachsene Gestalt mit dem Collar werde ich ja sowieso wieder erkennen. Vielleicht würde ich dann von der Party, ja. Da würde ich direkt schon mal Ronan anfunken. Wie war mit diesem Kerl zu verfahren? Warte. Adam sagt dann, das ist mein Leibwächter. Adam ist da? Hat er 2 Leute mitgebracht? Also gibst du durch 3? Ja, klar, ich gebe es durch. Das ist einer zu viel, wie wir genehmigt haben. Ja, ich würde dann da auch stehen. Ich denke, wir hatten 2 Begleiter ausgemacht. Nicht 3. Warum haben wir dann alle eine Einladung bekommen? Das ist schon wieder die erste blöde Camarilla-Schikane hier. Was weiß ich? Entweder wir kommen alle rein oder wir bleiben draußen. Ich habe Ronan angefunkt. Ich hoffe, er kommt dann auch irgendwann. Ja, es ist dann so. Okay, dann hat irgendeiner eine Einladung gefälscht. Ist ihre Entscheidung. Ich habe sie eingeladen. Er kann mit 2 Leuten reingehen. Entweder er macht es oder er macht es nicht. Seine Entscheidung. Nummer 3 bleibt draußen. 2 Begleiter.
Naja, das ihr wolltet, ja, dass wir kommen, von daher kein Verlust. Zuck mit den Schultern, geht wieder. Ja, sie gehen. Funkt dann nur durch. Dann soll die Prinzessin halt nach Hause gehen. Ja. Als letztes, ja, vielleicht kommt Jelly irgendwann zwischendurch vorbei, die kennt Bruce auch. Als letztes kommt vorbei noch ein mit seiner ziemlichen Prunkkarre, einem neumodischen deutschen Nobelauto mit getönten Scheiben, kommt vorgefahren mit ziemlich viel Chrom. Ja, so eine Limousine. Steigt so ein Chauffeur aus mit so einer Kappe. Öffnet so die Seitentür. Das ist so ein bisschen so eine, ja, es ist keine richtige Stretch-Limo, aber es ist halt irgendwie hinten schon deutlich mehr Platz als in einer normalen Limousine. Zwei Leute steigen zunächst aus, nämlich Isaiah, den kennt Bruce auch, und Lillian. Ich weiß nicht, ob Bruce die kennt. Nee, ich glaube nicht. Ich meine nicht, nee. Ronan kennt sie, glaube ich, auch nicht. Jelly würde sie kennen, ne? Auf jeden Fall. Und ja, die gehen so Arm in Arm erstmal. Und der Typ mit der Chauffeurjacke geht aber in den Kofferraum, holt dann einen Rollstuhl raus und geht dann zur anderen Seite des Autos, stützt da eine weitere Person, die so halb in sich zusammengefallen auf irgendwie so einen langen Kaftan mit Kapuze trägt. Irgendwie so ein Überwurf. Und setzt die Gestalt dann in den Rollstuhl und schiebt die dann so vor sich her. Und hinter Isaiah und Lillian hinter. Ja, ich stehe da. Isaiah steht da. Bruce? Isaiah, deine Einladung. Zeigt die Einladung vor. Prozedere, blablub. Mhm. Ja, und dann schaue ich auf die Person da im Rollstuhl. Ja. Der Chauffeur greift in so eine Tasche hinten an dem Rollstuhl und zieht die Einladung raus. Kannst dann den Namen auf der Einladung lesen. Das ist Angela. Wie bitte? Ja, Isaiah dreht sich um. Es geht doch in Ordnung, oder? Habe ich, also du sagst ja, die hat so einen Überwurf. Konnte ich da tatsächlich irgendwas erkennen? Ja, wenn du so zurückziehst, siehst du irgendwie in ein ziemlich geschunden aussehendes Gesicht. Also jetzt nicht, weil da Narben oder sowas sind, aber tiefe eingefallene Augen irgendwie so. Halb irgendwie schaut so ein bisschen an dir vorbei ins Leere, unter der Kapuze weg, aber du erkennst eindeutig Angela, ja. Ich schaue mal fragend in Richtung als Sayer. Werden wir noch im Laufe des Abends erfahren, was hier geschehen ist? Ich denke. Ich will es hoffen. Darf er mit? Zeigt auf den Chauffeur. Oder soll ich sie reinbringen? Ich schaue auf meine Liste. Er ist nicht angemeldet. Er muss warten. Dann fahre ich sie rein. Gib den Rollstuhl sofort. Das wird sofort kommuniziert. Leute. Sein was? Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen ist. Aber muss an eine Blutprobe herankommen. Ach du Scheiße. Dann kann ich herausfinden, ob es sich tatsächlich ist. Ja.
Scheiße. Ja, wenn ihr die Leute, die drin sind, also irgendwie Malcolm, Jelly, Scarlet, Sam, können dann irgendwie auch sehen, wie Isaiah eine Person im Rollstuhl auf diese Empore hochschiebt und die zu dem Brucha-Tisch hinzut. Wo Jelly vielleicht sitzt. Ich weiß nicht, ob sie sich da hingesetzt hat oder noch ein bisschen rumstromert. Ich glaube, der Plan war, dass ich später so als Kaninchen aus dem Hut gezogen werden sollte, wenn es um bestimmte Dinge ging. Also ein bisschen noch irgendwie irgendwo in den Sicherheitsräumen oder so. Noch im Büro war. Okay. So war der Plan, soweit ich. Dann sitzt Angela da erstmal mit dem Rollstuhl alleine und Lillian bleibt dann bei ihr sitzen. Da wir die Anarchen gerade verscheucht haben und wir wissen, wie das letzte Mal gelaufen ist und das jetzt eine doppelte Überraschung ist, gehen wir auf Code Gelb. Verstehe. Für mich, was bedeutet das? Das heißt, dass quasi das dass jetzt das geringste Anzeichen von irgendwas sofortige Reaktion nach sich zieht, dass Malcolm handeln kann, wie er es ihm beliebt in diesem Moment, wenn er was entdeckt. Und dass das Anwenden von Disziplin für die Sicherheit gestattet ist. Ja, gibt das dann durch Code Gelb. Ja, yeah, Malcolm darf sich verdunkeln. Genau, macht er auch sofort. Zack. Ja, irgendwie, dann kommt eine ganze Weile halt keiner mehr, weil, es wird keiner mehr kommen. Holt Sam irgendwann Joe vorne ab? Ja, also sobald sie gemeldet kriegt, dass er da ist, wird sie runterkommen. Ja. Man sieht dann so ein leichtes Kopfzucken nach unten. Sam. Joe. Ich wollte noch mal kurz mit dir reden. Könnte ja unsere letzte Gelegenheit sein. Macht so eine Geste, dass du vorgehen sollst. Das können wir hier. Hier draußen. Ich wollte mich nur für deine Ratschläge bedanken. Ich weiß sie sehr zu schätzen. Gerne. Und auch, dass du mich da nicht weggejagt hast. Gern geschehen. Ich glaube, ich werde dich irgendwie vermissen. Du kennst mich nicht. Ich hänge das an das, was ich von dir gesehen habe. Wenigstens. Ich weiß, dass ich dich nicht kenne, aber. Wenigstens jemand außer Malcolm, der mich vermisst. Halt dich an ihn, dann kannst du vielleicht mit deiner Trauer umgehen. Wir werden sehen. Kann ich jetzt rein? Natürlich. Ja, dann geht ihr hier rein. Das heißt, es bleiben übrig von der Gästeliste, die nicht auftauchen, obwohl sie eingeladen sind. Wie auch immer ihr dann wie die Prinzigkeit damit nachher umgehen wird. John und der Dicke. Die fehlen. Und Amanda fehlt. Obvious. Genau. Und die Anarchen sind halt ja wieder gegangen. Ansonsten sind alle, die jetzt auf der Gästeliste standen, da. Früher der Dicke und John. Und Amanda. Ja.
ich gehe mal davon aus, dass vorher natürlich auch die Eingangstür offen stand. Die würde dann wahrscheinlich erstmal zugezogen werden. Und dann würde ich dann eben, da ja ansonsten alle auf der Liste da sind, würde ich die halt wieder einstecken, die Liste, und dann, wie gesagt, die Schicht tauschen. Den beiden dann sagen, sollten noch zwei Personen auftauchen, dann würde ich so grob die beiden beschreiben, funkt's durch. Ich komme sofort. Ansonsten lasst niemanden mehr rein. Okay, Chef. An der Tür wäre dann auch so ein Schildchen von wegen geschlossene Gesellschaft und so. Also. Genau. Ja, wie reagiert denn Jelly, wenn sie mitkriegt, dass Angela wieder da ist? Wie der vorbildliche Ghoul, der sie ist, vollkommen fassungslos, und dann werde ich mich natürlich relativ schnell an ihre Seite begeben. Weil, what the fuck? Wo warst du? Was ist passiert? Wie gesagt, da sitzt ja Lillian noch. Ja, die ignoriere ich, weil sie sollte sich im besten Fall nicht an mich erinnern. Ja. Zumindest nicht an die letzten Tage. Ja, aber sie wird dich ja generell erkennen, ja. Ja, ja. Ich stehe auf jeden Fall. Man zieht so eine Augenbraue. Ja. Hübsches Kleid. Danke. Was ist mit ihr? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie ist nicht ganz bei sich. Ach was. Ich hocke so ein bisschen vor dem Rollstuhl. Ja, die ist irgendwie so in sich eingesunken, den Kopf so nach unten. Ja. Ich werde dann auf jeden Fall nicht mehr von ihrer Seite weichen. Isaiah hat sie mitgebracht. Gestern irgendwo. Er hat bei uns übernachtet. Also, du verstehst schon, über den Tag. Klar, verstehe ich. Aber wo er sie gefunden hat, hat er nicht gesagt. Ich habe ihn nicht gefragt. Wollte ich? Nein. Er sagt immer, wenn es wichtig ist, dann sagt er mir schon. Das ist. Blöd, dass er da hinten sitzt. Aber jetzt, wenn du hier bist, kann ich ja rübergehen. Klar. Ja, steht dann auf. Zieht dann so, da zuppelt so ein bisschen diesen Stoffumhang von Angela nochmal zurecht. Dass es irgendwie gerade sitzt. Nimmt dann ihr Glas mit, was sie irgendwie hatte, so ihr Getränk, und geht dann rüber zu dem Ventru-Tisch. Also, wo sich Sabra gerade mit Isaiah unterhält, weil Isaiah darf ja eigentlich nur beim Pöbel sitzen. Ja, ich gucke ihr kurz hinterher. Bin sehr erleichtert, dass sie mich nicht fragt, wo ich denn vor ein paar Tagen so schnell verschwunden bin. Sehr, sehr erleichtert. Werde das aber konsequent von der Sorge um Angela überfluten lassen, um für alle höchst empathischen Vampire im Raum eine möglichst starke Vorderemotion zu haben. Ich lasse mich da so ein bisschen treiben im Moment, weil das so das Beste ist, was ich im Moment als Tarnung aufbieten kann. Ja. Ja, was machen die anderen noch, bevor es losgeht? Eine Frage, fällt das mir auf, dass die Anarchen nicht auftauchen? Ja, definitiv, ja. Dann die Stühle bleiben halt leer. Würde ich mal den Weg zu Sam gehen. Sam, die Anarchen sind noch nicht da. Irgendwer hat versucht, uns zu linken, und sie waren Adam plus 3. Deshalb hat Bruce sie in Absprache mit Ronan wieder weggeschickt. Aber waren die nicht wichtig für uns? Doch schon. Können wir die zurückrufen? Ich meine, dann lassen wir die halt zu dritt rein. Wir können auch gerne meinen Platz haben, das ist wurscht, aber... Scarlett, es geht nicht um deinen Platz. Es geht um die dritte Person, die dabei war.
Ich möchte hier drin kein Blutbad zwischen Malcolm und seinem Widersacher haben. Verständlich, ja, aber... Ich weiß nicht, Adam ist eine Diva. Wenn wir jetzt versuchen, ihm hinterherzugehen und sie holen und sagen, er kann jetzt doch mit reinkommen, wird er uns wahrscheinlich wieder einen Stinkefinger zeigen. Sowas hat er schon mehrfach getan. Dann muss es ohne Adam gehen. Wie lange ist das her, dass die hier waren? Könnte ich sie theoretisch noch einholen? Ich denke schon. Ja, dann nicht wundern, ich bin dann weg. Ja, und Scarlett würde durch den Ausgang rausgehen und versuchen, ob sie die Anarchen irgendwie erreichen kann. Beziehungsweise, ob sie die noch einholen kann. Ob sie die sieht, findet oder sonst was. Ja, ich sage jetzt einfach mal, du kriegst die irgendwie die Wände in der Gegend noch rumlungern und du hast dann lautes Geschimpfe irgendwo her und denkst dir, okay. Ja, dann ich wusel da ganz zielgerichtet hin. Hey, Jungs, hallo. Der Spinnengangul dreht sich zu dir um. Was? Scarlett macht einen großen Bogen um ihn und geht dann eher so Richtung Adam. Was ist los? Warum seid ihr wieder abgehauen? Ihr wolltet uns nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir haben euch eingeladen. Ja, deswegen haben wir auch alle eine Einladung und auf einmal reicht das nicht. Zeigt die mal her. Alle drei bitte. Ja. Also vier in dem Fall. Zeig die vor. Wenn ich die jetzt alle vier miteinander vergleiche, sehe ich da, dass da irgendwie eine ein bisschen komisch ist? Oder soll ich dir da was würfeln? Ich guck gerade, was man da würfeln könnte. Sag mal was vor. Larceny ist irgendwie nicht so richtig passend. Stealth auch. Vielleicht irgendwas aus mentalen Bereich. Wahrnehmung auf jeden Fall. Wahrnehmung oder Geistesshare, obwohl das gibt es ja gar nicht in dem Sinne. Intelligence und Investigation vielleicht. Intelligence und Investigation. Einen. Ne. Sind echt. Sehen zumindest alle echt aus. Aber das natürlich sind sie echt. Was ist das denn für eine Veranschuldigung? Nein, das geht nicht gegen euch. Aber ihr wisst schon, wir gehen davon aus, dass dieser Graham versucht, uns zu sabotieren. Und das riecht doch quasi schon nach einer Falle. Wir würden euch echt gerne da drin haben. Ihr seid wichtig für die ganze Geschichte heute Abend. Na dann lasst uns rein. Ist es okay, wenn vielleicht einer von euch hier draußen wartet? Nein. Es wurde mit dem Prinzen so abgesprochen. Ihr wisst doch, wie die Regeln der Camarilla sind. Wenn er da jetzt zu dritt auftaucht, also wenn du jetzt mit drei Begleitern da drin auftauchst, ist doch gleich wieder ganz großes Geschrei. Ja, ist euer Problem, nicht unser Problem. Das ist richtig. Aber ihr wollt doch auch was bewirken. Ja, aber so oder nicht? Ich würde dir am liebsten meinen Platz geben, aber das funktioniert nicht. Oder ihr wechselt euch ab. Das, was weiß ich, alle halbe Stunde geht einer nach draußen und der nächste geht mit rein. So seid ihr alle irgendwie mit dabei. Jetzt seid nicht so unflexibel. Keine Option. Ihr macht es aber einem wirklich schwer. Hat einer von euch ein Handy oder sowas? Nein. Doch. Ich kann die Dinger nicht benutzen. Ich habe keinerlei Gewalt darüber, über diese ganzen Regelungen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, dass ihr da reinkommt. Das liegt nicht in meiner Befugnis. Dann such einen, der Befugnis hat und überzeug ihn. Wenn du uns unten haben willst. Dann kommt ihr jetzt aber bitte erstmal mit. Okay. Ich lasse euch sowieso nicht mehr hier weglaufen, also. Und sie versucht so ein bisschen böse zu gucken.
Ja, der Große mit dem Kularhemd so, guckt so zu dir runter. Steht dir nicht. Ich habe alles versucht. So, steht Bruce noch am Eingang? Vermutlich nicht, aber wenn mir das Personal halt sagt, dass sich da Personen nähern, dann werde ich ja gerufen. Dann würde ich dann halt auch kommen. Ja. Dann siehst du, wie Scarlett da wieder mit den Anarchen im Schlepptau angedackelt kommt. Ronan, Scarlett hat die Anarchen wiedergebracht. Irgendwann knüppel ich diese Bibliothekare mit ihren eigenen Büchern tot. Das Echo verträgst du nicht. Das wird schwer, die Liste ja nicht aus den Augen. Ich komme runter. Gut, ja, dann erwarte ich da, dann also stehe ich noch so vor der geschlossenen Tür. Schau dann so ein bisschen erstmal so in Scarlets Richtung. Ja, ich winke. Dann wird sie halt sehen, wie ich dann zu einem der Security irgendwas sage, sowas von irgendwie, okay, mach die Tür auf. Dann, ja, tritt ich nach draußen. Bruce, wir müssen uns was überlegen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier eine gefakte Geschichte ist, weil ich glaube nicht, ich vertraue Sam. Sam kennt sich mit solchen Dingen aus. Sie würde nicht irgendwie Einladungen rausschicken, die nicht echt sind. Beziehungsweise sie würde nicht Leute einladen, die sie nicht wirklich einladen will. Ich gehe also davon aus, dass das irgendeine Masche ist, um uns hier wieder gegeneinander auszuspielen. Wir müssen aber eine Lösung finden, weil sie wollen unbedingt alle Begleiter mit reinnehmen. Ich schaue die Firma an. Schon dich an, dann zeig nochmal die Einladung her. Ich würde mir die auch mal angucken. Was hatten wir gesagt? Intelligence und Investigation. Mhm. Genau. Mein Fachgebiet. Ach. Wow! 5 Erfolge. Ich habe damals in. Ich habe damals aufgepasst. Crit! Alle echt. Würdest du sagen? Wir sind tatsächlich alle echt. Aber das, wie kann sowas passieren? Ich schaue dir so wirklich an. Jetzt, wie hat Sam die Einladung denn verschickt? Gehen die wirklich per Post einfach raus? Denke nicht per Post, weil die meisten haben ja gar keine richtige Anschrift. Eben. Ich denke, die werden über Kuriere überbracht worden sein. Das war ein stiller Briefkasten vielleicht für die Anarchen. Ja. Genau, für die Anarchen war es sicher der stille Briefkasten im Park, den wir schon kennen. Und für den Rest, ich glaube, Alan hat uns ja damals einen Toreador-Freund damit in Einladung vorbeigeschickt. Und das ist eine echte. Ja, ich gehe davon aus, Ronan kommen ja dann auch irgendwann. Sobald er nach draußen kommt. Die sind alle echt. Muss irgendwas bei der Übermittlung. Also entweder das oder es ist halt eine sehr, sehr, sehr hochwertige Fälschung. Ich kann zwar auch nochmal würfeln, aber ich glaube nicht, dass ich sowas toppe. Komm, schmeiß nochmal Outspecs dahinter. Outspecs ist gut. Mehr Würfel sind mehr Würfel. So viele Würfel. Kann man das kombinieren, Investigation und Outspecs? Ja, mach mal. Ist halt so eine Frage. Wenn nicht, kann Ronan nicht den gleichen Trick mit dieser einen Einladung machen wie mit dem Messer? Ja, die Frage ist, welche ist davon gefälscht? Ja. Also, ich kenne mich ja mit Fälschungen prinzipiell aus. Mhm. Grundsätzlich. Eine Fälschung ist niemals zu 100% identisch, aber es unterscheidet sich meistens nur in minimalsten Sachen. Das heißt, ich würde jetzt mal mit Outspecs die Sinne erhöhen, weil wenn es vielleicht nicht sichtlich ist, kann man vielleicht was fühlen. Mhm. So jetzt als Erklärung, warum die Würfel mit dazu kommen, ja. Ja. Doch, da muss ich aber einen freien Wurf machen, weil das schafft er nicht. Investigation.
Dann machen wir doch mal so ein, genau, machen wir doch mal so was hier. Lässt da auch nicht zu. Ach, das ist so. Ja, kann ich so nicht würfeln. Würfel doch erstmal ganz normale und dann gucken wir weiter. Ja, so. Intelligence und Investigation. Fangen wir damit mal an. Wow. Bombe. Ein Erfolg. Ich mach mal einen Reroll. Ja. Drei Erfolge. So. Und dann Heightened Senses. Ja, das ist jetzt irgendwie. Ich nehme mal die ersten drei, dann wäre das ja jetzt drei Erfolge mehr. Ja, dann landest du bei 6 Erfolgen insgesamt. Ja. Du merkst, dass von einem das Papier ein bisschen anders ist. Aber nur minimal. Also er konzentriert sich. Macht dann die Augen zu und streicht da drüber. Das Papier hier stimmt nicht. Da kommt der alte Fälscher hoch. Ich habe noch nie eine so geniale Fälschung in meinem Leben gesehen. Aber es ist eine Fälschung, das heißt, ich hatte recht. Das habe ich von vornherein vermutet, Scarlett. Das, warum sagst du das dann nicht? Weil das am Grundtatbestand nichts ändert. Ja doch, dann haben wir wieder den definitiven Beweis, dass man uns hier versucht, gegeneinander auszuspielen. Wie ja, schon das zuvor. Ja, das habe ich die ganze Zeit erwartet, dass das irgendwer versucht. Das Ding ist aber, es ist der Edikt des Prinzen. Gut, dann bleibe ich draußen, weil es ist meine Einladung, sagt dann der Setit. Dankeschön. Liest du gerne, dann kann ich dir ein gutes Buch mal mitbringen. Und Scarlett kramt so in ihrer Tasche und zieht so ein paar Bücher raus. Ein Danke. Okay. Ich ziehe meine Mütze vor diesen Herren. Ich nehme die mal mit als Beweis. Danke. Scheiße, fängt er gut an. Ja. Gut. Krise abgewendet. Arschgeigen da drin. Dann sind alle soweit da. Ja. Übrigens natürlich, die werden exemplarisch durchsucht, ne, nach Waffen. Ja, also. Und Bruce? Naja, gut, der eine hat so Spinnchitin-Scheren anstatt einer Hand. Aber ja. Bitte nicht damit ans Mobiliar, wenn es geht. Gummiband drumrum machen die bei einem Hummer. Ernsthaft? Nein, keine Gummiband. Also, wenn ich sehe, dass du irgendwie an den Tischen rumschnibbelst, aber ich gehe mal davon aus, du kannst dich benehmen. Wie jeder andere. Ich will immer noch Mensch sagen, wie auch immer. Bruce, die Tische sind in dem Fall egal. Es geht hier um die anderen Kaniten. Ist wohl richtig. Ich glaube, da wird ein Gummiband aber auch nicht viel helfen. Also, Ron, sie wird noch mal gucken. Achte auch auf so itzige Spitzfindigkeit wie Stiefelmesser. Ja, findet nichts. Das Einzige, was jetzt aber noch kommt, sind irgendwie so abfällige Bemerkungen von der anderen Brucher, die mit dabei ist und von dem Spinnengangwill Richtung Bruce. Irgendwie fallen öfters mal so Schoßhündchen und Verräter und sowas. Es gibt wenig Momente, in denen Bruce das noch egaler wäre. Also so Bemerkungen halt wirklich. Ja. Danke, Bruce, ich konnte noch meine rauchen. Und dann kommt so am Ende nur ein, wenn ihr das meint. Gut. Gut, nimmt dann Malcolm auch auf seinem Platz irgendwo sitzmäßig Platz oder bleibt er verdunkelt und dementsprechend erstmal nicht zu sehen irgendwo? Ich schaue dann Ron nochmal an, immer noch Code Gelb.
Erstmal Entwarnung. Entwarnung. Malcolm taucht trotzdem nirgendwo auf. Hat er jetzt auch nicht mitgerechnet. So dieses dann kurzes Zögern. Malcolm kann verdunkelt bleiben. Der befindet sich nämlich auf dem Gebäude gegenüber und beobachtet, wo der Setit hinläuft. Hey. Der bleibt quasi an der Stelle stehen, wo Scarlett die ganze Gruppe irgendwie aufgegabelt hat, lehnt dann irgendwie an der Häuserwand und beobachtet den Eingang vom Gebäude. So, dann kommt über Funk. Irgendwas Spezielles noch machen? Ja, dann kommt über Funk erst noch mal eine Nachricht an die Jungs an der Tür. Das erste Mal, dass ich mich über Funk melde. Sobald sich der Typ mit dem Schwert bewegt, will ich Bericht. Du bist gemutet. Code Schwert. Bitte? Code Schwert. Genau. Und dann bewege ich mich über den Hintereingang zu meinem Platz. Und verdunkel. Also draußen noch verdunkelt, aber drinnen nicht. Ja. Gut, dann beginnt irgendwann die Zeremonie. Ich weiß nicht, möchte Sam noch als Gastgeberin irgendwie noch was sagen vorneweg oder so? Ach, ich hätte einfach eine allgemeine Begrüßung ausgesprochen. Es wird offiziell festgestellt, dass dann drei Kainiten fehlen. Dementsprechend sitzt jetzt irgendwie auch die Ghoul von Amanda ein bisschen verloren und schaut so ein bisschen unsicher so in der Gegend herum. Ansonsten beginnt Sabra dann erstmal eine längenausschweifende Begrüßungsrede zu halten. Wie toll ist doch der seit ihrem Amtseintritt hier in der Stadt alles gelaufen ist und so. Und erzählt dann auch, dass ein entscheidender Schlag gegen die zweite Inquisition gelungen ist. Und wird auch Malcolm nochmal zu Wort gebeten, einen kleinen Bericht abzugeben. Ist da irgendwas, was du irgendwie noch erwähnen willst, wenn du da irgendwie zu was sagst? Nö. Vier Agenten, alle tot. Bruce ist Zeuge. Ja. Staub zusammengekehrt. Dann betont sie auch nochmal die Zusammenarbeit und die Friedensbemühungen mit den Anarchen und heißt die willkommen. Und betont dann auch mal nochmal, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man Mitglieder konkurrierender Gruppierungen auf einem Elysium zu Gast hat irgendwie und sie bittet die dann auch irgendwie, das als Geste zu verstehen, dass sie irgendwie die hohe Politik der Camarilla dieser Stadt irgendwie beisitzen dürfen und lauschen dürfen und sollten das als Zeichen des Vertrauens irgendwie versucht in einem bisschen Honig um den Mund zu schmieren. Irgendwann wird es dann aber auch zu dem Punkt kommen, weswegen ja das Elysium so schnell auch berufen wurde, nämlich die Anklage gegen Joe. Und da gibt dann Sabra das Wort an den Sheriff, dessen Kompetenzen sie ein bisschen über den grünen Klee gelobt hat. Und dann erzählt sie vorher auch nochmal von diesem den widrigen Umständen und dass irgendjemand in dieser Stadt es so gedreht hat, irgendwie die Camarilla zu sabotieren. Irgendeiner unter uns meint es wohl nicht gut mit der Regentschaft von ihr und agiert aktiv gegen die Camarilla und dann schaut sie so ein bisschen in die Runde und ihre Blicke bleiben länger als vielleicht gut ist auf Ellen sitzen und dann reicht sie das Wort an Ronan weiter.
Ja, der tritt dann vor, guckt sich einmal um. Bevor ich mit den eigentlichen Punkten beginne, nochmal danke an die Harpie für das hier. Danke an den Prinz, dass wir alle hier leben dürfen. Und zwei, drei Worte in eigener Sache. Es stimmt, es wurde mir wirklich nicht leicht gemacht. Und ich hörte von vielen Gerüchten. Einige böse Worte sind gefallen. Aber mir ist in dieser ganzen Zeit eines unumstößlich klar geworden. Geht ein bisschen auf und ab. Es gibt in dieser Stadt zumindest zwei bekannte Gruppierungen. Die Camarilla und die Anarchen. Vom Sabbat haben wir nach wie vor keine Spur. Unsere Ansichten mögen in vielen Punkten unterschiedlich oder sogar stark entgegengesetzt sein. Was Etikette betrifft, was hohe und niedere Clans betrifft, was, nennen wir es beim Namen, Buckeln vor Autoritäten betrifft. Aber eine Sache sollten wir alle nicht vergessen. Wir haben alle dasselbe Blut. Jeder von uns ist kein Need. Und wenn es darum geht, sich gegen eine Gefahr zu wappnen, sei es von außen oder von innen, sollten wir über diese Animositäten hinwegsehen und an einem Strang ziehen. Egal wie schwer es fällt. Denn seit wir hier sind, seit einigen Monaten, Wochen, wie auch immer, versucht jemand, einen Keil zwischen die Anarchen und die Camarilla zu graben. Alle Bemühungen zu unterminieren, eine Verbindung herzustellen. Chaos zu sehen. Und ich sage das an dieser Stelle ganz deutlich. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, ob er einer Sekte angehört oder nicht, wird mit Blut dafür bezahlen. Denn niemand ist gegen die ehrenden Traditionen gefeit. Kommen wir nun zu einem unliebsamen Punkt. Etwas, das mir keine Freude bereitet. Der Sehneschall ist verschwunden. Amanda ist verschwunden. Spurlos. An dieser Stelle muss ich leider sagen, Amanda ist tot. Ein Schluchzen aus der ersten Reihe von ihrem Ghoul. Und so traurig das ist, so ist auch die Pflicht, Recht zu sprechen. Ihr Mörder ist geständig und unter uns. Es wurde kein Fluchtversuch unternommen und kein Versuch, sich einer Gefangennahme oder der Rechtsprechung zu entziehen. Ich lasse das mal so ein paar Augenblicke wirken.
Joe. Bleibt regungslos sitzen. Erhebst du dich? Steht auf. Gestehst du das Verbrechen hier erneut? Ja. In deinen Worten? Ich habe nichts hinzuzufügen. Du hast den Mender getötet. Das ist korrekt. Du bist zu mir gekommen, um das zu gestehen. Das ist korrekt. Und du hast nicht versucht zu fliehen. Auch das ist korrekt. Die Gesetze der Camarilla sind eindeutig. Kein Kainit darf einen anderen töten, es sei denn durch den direkten Befehl des Prinzen oder eine Blutjagd. Und weder das eine noch das andere ist erfolgt. Richtig? Richtig. Schon mal kurz zu Sabra. Sie nickt. In diesem Fall sieht das Gesetz eigentlich eine einzige Strafe vor. Blut für Blut, eine Seele für eine Seele. Den endgültigen Tod. Ein Raunen geht durch den Saal. Ob sich die Geständigkeit des Schuldigen und der nicht unternommene Fluchtversuch mildernd auswirkt, liegt im Ermessen des Prinzen. Sabra steht auf. Welche Gründe hatte er für den Mord? Joe schaut so zu Sabra rüber, dem er erst geschwiegen hat. Egal, was ihr entscheidet, meine Gründe bleiben meine Gründe und die, die mich kennen, wissen, welche die Gründe waren und die anderen geht es einen scheißen Dreck an. Persönliche Gründe. Und ihr alle hier im Raum wisst um mein Verhältnis zu Amanda. Und ihr wisst, was geschehen ist beim letzten Mal, als wir uns versammelt haben. Ihr wisst, was ich für sie getan habe und was sie gemacht hat. Entscheidet selbst, ob das einen Mord rechtfertigt oder nicht. Sabra juchzt so ein bisschen auf, meint dann, nichts rechtfertigt einen heimtückischen Mord und schon gar nicht gegen meinen Sehneschall. Ein Angriff gegen den Sehneschall ist nicht nur ein Angriff auf einen Kainiten, nicht nur ein Mord
für Blut für Blut. Das ist ein Angriff direkt gegen den Prinzen selbst, gegen die rechte Hand des Prinzen und damit gegen die Camarilla selbst. Sheriff, mildernde Umstände durch Geständigkeit wiegen die Schwere des Verbrechens nicht auf. Der Prinz hat gesprochen. Joe, kommst du bitte zu mir? Er läuft nach vorne. Und das erste Mal kann man jetzt sehen, dass die Insekten, die so an seinem Körper sonst um ihn langlaufen, sie bleiben zurück und geben halt irgendwie ein vernarbtes, mit Geschwüren übersätes Gesicht frei. Erste Mal, dass überhaupt irgendein Vampir in dieser Stadt das Gesicht von Joe sieht. Wie groß ist Joe? 2,10 Meter. Okay. Ich würde mich mal umschauen, ob unser Banu Hakim irgendwo in der Nähe ist. Der ist verdunkelt, wenn er nichts anderes sagt, oder? Nee, der sitzt ganz normal an seinem Tisch. Okay, dann sitzt er da, ja. Und hat die Kapuze, also Gesichtsausdruck könnt ihr nicht erkennen. Nee, ich würde ihn da mal aber einfach weiter beobachten, weil ich ja weiß, dass er mit dem Plan nicht einverstanden ist. Kein Posten schützt vor Strafe. Das sollte sich jeder hier bewusst sein. Das ist korrekt. Und er dreht sich so zur Menge um. Um vorzubeugen, ich stimme dem Prinzen in allem zu, was sie gesagt hat. Nun geht dann ein bisschen abseits und winkt dann kurz Sam. Die würde nochmal einen Blick zu Malcolm werfen und dann aber zu Ronan gehen. Ich brauche den Kasten. Dann würde ich ihm den Holzkasten bringen. Ist tatsächlich ein unlanger Holzkasten mit einer einzelnen Rose drauf, die Ron halt draufgelegt hat. Geht dann zu Joe. Und das ist ja, und er wird dann flüstern. Ich weiß nicht, was ich tun kann und ob ich diese Stadt zu einem besseren Weg bringen kann. Aber ich werde alles versuchen, um das Schlechte auszumerzen. Das, was uns alle gefährdet und die, die uns gefährden, die Gesetze mit Füßen treten. Du bist gemutet? Ich sterbe für die Camarilla, Ronan. Nicht für dich. Nein. Aber du hast ihr so lange treu gedient. Du kennst mich nicht. Nein, das muss ich auch nicht. Aber du hast Respekt verdient. Wenn du das sagst, gehe ich mit einem Lächeln. Du wirst nicht auf den Knien sterben. Ron macht dann das Kästchen auf und holt Sims Machete raus. Legt dann quasi eine Hand auf Joes Schulter, also dass Joe quasi zur Menge steht und stellt sich dann mit der Machete dahinter.
Hast du noch letzte Worte? Es ist alles gesagt. Und schaut dann so in die Menge. So wird das Urteil vollstreckt. Und ich wiederhole, niemand, ob er einen Posten bekleidet oder nicht, niemand ist sicher vor wirklicher Gerechtigkeit. Wird er ihn so an der Schulter festhalten und die Machete es durchs Herz stoßen und dann mit einer Schnellbewegung den Kopf abschlagen. Ja, in Sekundenschnelle vergeht, der Körper altert vor eurem Gesicht und ja, es bleibt Asche über. Ronan bleibt dann so 2-3 Augenblicke da stehen. Ronan schaut irgendwie, wenn er in die Menge schaut, sieht er zumindest in halb geschockte und halb irgendwie angewiderte Gesichter, zumindest bei den Nosferatu, die anwesend sein sind. Und wirft dann so die Machete so auf den Holzboden, beziehungsweise so auf den Boden, dass die da halt stecken bleibt. Es gibt noch mehr Dinge, die wir besprechen müssen. Aber ich schlage vor, wir machen eine kurze Pause. Pause ist gut. Wir haben auch noch ein paar Getränke. Ron, also, mit total versteinertem, eiskaltem Gesicht geht dann von der Bühne und hinter die Bühne. Du bist gemutet. Gut. Wir machen auch eine kurze Pause und sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder alle aus der Pause. Und ja. Der nächste große Punkt, den ihr auf der Agenda hattet, war ja eigentlich über das Verschwinden von Angela zu sprechen. Inwiefern wollt ihr das jetzt irgendwie triggern oder irgendwie noch zum Thema machen? So, wie gesagt, also Ronan verschwindet hinter die Bühne und wird da erstmal bleiben. Weiß nicht, ob ich im Rand hinterherkommt oder nachsieht. Ich werde dann auf jeden Fall kommen. Ich denke, bei Jelly wird es auffallen, bei Scarlet auch, bei Sam könnte auch noch laufen. Bei Malcolm würde es auch auffallen, wenn er die Bühne auf einmal verlässt. Ich bewege mich nicht vom Fleck. Ich habe nicht mal hingesehen. Also, ich sitze so halb mit dem Rücken zur Mitte. Also, dann wird Bruce auf jeden Fall Ronan finden, wie er so hinter der Bühne sitzt, so vollkommen eingesunken. Spieltechnisch hat Ronan natürlich auch einen Stain bekommen, ne? Wollen wir schon mal festhalten. Konnte ich die irgendwo eintragen? Uns bei der Humanity, glaube ich, wegstreichen, genau, auf der anderen Seite. Fängst, ja, genau so. Bei der Humanity ein Kästchen von der anderen Seite. Da, wo du die freien Kästchen hast. Okay. Malcolm kommt übrigens auch hinter die Bühne. Ja. Dann sind jetzt, wer alles hinter der Bühne? Bruce, Ronan, Malcolm? Würde vorne bleiben, weil das sonst, glaube ich, ein bisschen auffällig wird, wenn ich jetzt auch noch da hinter der Bühne verschwinde. Okay. Dann was passiert denn hinter der Bühne dann noch? Ich hock mich dann so neben Ronan, leg dir eine Hand auf die Schulter. Sag aber erstmal nichts.
Ich... Es tut mir so leid für dich, dass du das machen musstest. Aber es war überzeugend und... Ach, scheiße, Mann. Weißt du, Bruce, in dem Moment ist mir was klar geworden. Etwas, das ich schon sehr lange geahnt habe. Scarlett hatte recht. Womit genau? Später. Ja. Zumindest, wenn deine Botschaft angekommen ist und man und sich nicht mehr alle in ihrer fröhlichen Sonnigkeit suhlen können, dass es mir hochkommt. Gut. Das war dann jetzt mein erster Mord. Ganz schön abgefahren. Ich wünschte, ich hätte sie abnehmen können. Aber... Ganz ehrlich, klar hätte ich es delegieren können, aber das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass es Malcolm macht oder sonst jemand. Das wäre ein falsches Zeichen gewesen. Nicht das, was Joe gewollt hat. Joe wollte sterben. Keine Ahnung, ich kannte ihn noch nicht mal. Keine Ahnung, ob er ein Monster war, ein Heiliger, alles dazwischen. Spielt auch keine Rolle mehr, denke ich, aber... Ich werde für ihn beten. Werde ich begleiten. Und jetzt, Großer, steh auf. Halt es um meine Hand hin. Ja, lass dich hochziehen. Malcolm ist sichtbar? Ja. Ja. Dann schaut Ron ihn kurz an. Malcolm geht auf dich zu, baut sich vor dir auf, schlägt die Kapuze so zurück, dass du sein ganzes Gesicht sehen kannst. Greift, ohne mit der Wimper zu zucken, in seinen Mantel und holt ein Wurfmesser raus. Schneidet sich mit der einen Seite in den Handrücken. Nimmt deine Hand, schneidet dir mit der anderen Seite in den Handrücken. Und drückt dir das Messer in die Hand. Das war dein erster Mord. Halte ihn in Ehren. Er war nötig. Und dann dreht Malcolm sich um, zieht die Kapuze wieder ins Gesicht. Dreht auf dem Absatz um. Als ihm noch ein Gedanke kommt. Du musst dich auch um Amanda's Ghoul kümmern. Sie hat jetzt keine Herrin mehr. Und dann verlässt er den Raum. Schaut so quasi auf das Messer, beziehungsweise auf die Wunde. Und das war jetzt ein gar nicht mal so seltsamer Moment, wie ich zu mir gedacht habe, Bruce. Das war mir jetzt irgendwie vertraut. Wir halten es bei der Mafia ähnlich. Ja. Okay. Um den Ghoul bringe ich am... Das mache ich am besten privat, das zu klären.
Vielleicht übernimmt sie ja einer der anderen Nosferatu. Sag Bescheid, wenn du mich brauchst. Jetzt komm. Jetzt kommt der Drahtseilakt. Packst das. Drück dir nochmal so ein bisschen auf die Schulter. Und ich gehe schon mal vorher raus. Hm. Hörst vielleicht auch noch kurz und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Ja, ihr seht draußen im Foyer hat sich Wanze auffällig neben dem Stuhl von Amanda platziert, zu seinen Armen um sie gelegt. Sie macht, geht so ein bisschen von ihm weg so. Ja, dann kommt Ronan wieder. Also kurz bevor er zur Bühne geht, so streicht er sich einmal übers Gesicht. Ist jetzt auch für ihn sehr ungewohnt, weil er den ganzen Abend also jetzt nicht mehr Blush of Life angewendet hat. Bevor wir zu einem weiteren wichtigen Tagungspunkt übergehen, muss leider noch eine lästige Pflicht erledigt werden. Und ich sehe gerade, diese Pflicht rückt näher. Ich schaue mal so darüber zum Wanze. Es gibt jetzt einen herrenlosen Ghoul. Ist einer der anderen Nosferatu bereit, die Vormundschaft für diesen Ghoul zu übernehmen? Ei, freilich! Meldet sich Wanze. Der Ghoul so, nein, bloß nicht! Gibt es einen Grund, dass nur Nosferatu gefragt werden? Es bleibt immer erstmal clansintern, aber theoretisch kann jeder einen Ghoul übernehmen. Mit der Erlaubnis der Prinz. Mit dem Erlaubnis des Prinzen. Ich denke, das ist eine Angelegenheit von Clan Nosferatu und nicht von größerer Entscheidungskraft. Warte mal, gab es das? Ich glaube, Rechtskunde oder Kanitenkunde gab es nicht mehr in dem Sinne, ne? Nee. Kannst eine Spezialisierung haben bei Okkult. Ja, aber sonst ja, okay. Das hat Scarlet. Es steht dem Ghoul natürlich frei, dem Domitor zu folgen. Alles ist besser, als von dem da trinken zu müssen. Das trifft mich jetzt aber so ein bisschen. Warte mal, den Namen muss ich nochmal gerade kurz gucken von ihr. Iris, ne? Mhm. Ist, also ziehst du den Tod vor, Iris? Was? Das kann doch nicht wahr sein, dass das die beiden einzigen Optionen sind. Bruce hört so ein leichtes Grummeln aus Annas Ecke. Ja. Schaut sie rüber. Was gibt's? Was ist los? Keiner sollte gezwungen werden, sich mit dem abzugeben. Ich stimme dir voll und ganz zu. Stellen wir das einmal zurück. Aber es muss schnell entschieden werden. Ach, das kriegen wir jetzt von hin. Das ist nur eine Frage der Zeit. Nicht wahr, Fäpfchen? Fängt sich nur Ohrfeige ein. Ich muss Ron vielleicht kurz schmunzeln.
Seht ihr, sie liebt mich jetzt schon. Kommen wir zu einem schwerwiegenden Fall. Und dafür muss ich etwas weiter ausholen und es sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Es begann mit dem Verschwinden des Primogens vom Clan der Gelehrten Angela. Isaiah steht auf. Da kann ich was zu sagen, wenn ich sprechen darf. Bitte. Nun, Angela und mich verbindet, wie der Sheriff und andere hier bestimmt wissen, eine innige Freundschaft. Sam würde anfangen zu husten. Immerhin gehörte sie zu meinem Klüngel, wenn man das so nennen darf. Wir haben immer aufeinander aufgepasst und es war eine schlimme Erfahrung für mich, als ich hörte, dass sie verschwunden sein soll. Und nun, ich habe mich bei Ronan hier mit anderen Dingen beschäftigt gewesen ist, diese garstige Sache mit diesem Feuerwerk auf dem Hotel, ist mir sehr schnell klar geworden, dass ich selber tätig werden muss und sie suchen werde. Und es ist mir erst gestern gelungen, sie ausfindig zu machen. Ich habe sie den Tag über bei mir versteckt und heute ist sie hier und ich denke, wir können heute auch den Schuldigen für ihr Verschwinden ausmachen, denn es ist wirklich eine, nun, Straftat gegen einen Primogen des Clan Bucha erfolgt. Ein gewaltsamer Akt. Und dann hört man so einen Zwischenruf irgendwie aus, von einem der Nosferatu. Ja, die Anarchen waren, habe ich gehört. Nicht so schnell, meint Isaiah. Nicht so schnell. Aber vielleicht fahrt ihr erstmal fort, Ronan. Ihr wolltet ja auch noch irgendwas sagen. Ronan ist gemutet. Das wusste ich. Alles deutet zunächst auf einen Überfall der Anarchen hin. Aber Humbug, meldet sich Adam von hinten. Schnauze! Aber über Umwege, und jetzt schaut er Adam an, wurde ein anderes Bild gezeigt. Und hier verstricken sich mehrere Feen miteinander. Unter anderem der Fall des sogenannten Aschemörders. Es handelt sich dabei, so haben die bisherigen Nachforschungen ergeben, um eine bislang noch unbekannte Anzahl Dünnblütiger. Ein Raunen geht durch den Saal. Meine Nachforschungen haben dabei mehrere Dinge zutage gefördert. Unter anderem konnte ich Zweier habhaft werden und sie befragen, mit Unterstützung. Diese stellen im Übrigen kein Problem mehr dar. Gut, gut, meint Sabra. Wo ist der Rest? Die Zahl ist noch nicht bekannt und auch die einzelnen Personen noch nicht. Aber jeder Aschefall deutet darauf hin, dass es einen weiteren am Tag dahingerafft hat. Wir haben die Jugendlichen, um die es sich handelt, Besucher einer Highschool, befragt und
Sie haben von Partys draußen berichtet am Trailerpark, wo besondere Shots ausgegeben werden, die richtig reinknallen. Wir sind dorthin gefahren. Ich und einige, denen ich vertraue. Und haben uns dort umgesehen und ich konnte einen dieser Shots in die Finger bekommen und mittels thaumaturgischer Rituale untersuchen. Darin ist Kainitenblut enthalten. Wieder ein Raunen. Und wie es der Zufall will, befand sich eine Art Abzapfanlage in einem zurechtgemachten Bus. Ironischerweise ein Bus der gleichen Machart, der mich und einige andere, die mittlerweile verstorben sind, in die Stadt brachte. Woher genau dieses Blut stammt, konnte ich nicht feststellen, nur dass es sehr starke Emotionen beinhaltet hat. Also entweder, dass die Person, von der es abgezapft wurde, unter Stress stand oder Schmerzen oder dergleichen, oder dass es sich vielleicht um ein Mitglied vom Clan der Gelehrten handelt. Jelly merkt jetzt, dass Angela zusammenzuckt kurz. Des Weiteren befand sich in diesem Bus thaumaturgische Zeichen. Eine Art... Automatisch gehen die Blicke auf den Tisch, wo Veronica sitzt. Eine Art Schutzzeichen, aber auch... jedenfalls von jemandem, der sehr, sehr potent in diesem Ding ist. Und zusätzlich befanden sich Bruchstücke des Abyss darin. Was in mir den Vermutungen angeregt alles hat, dass jemand... schaut jetzt auf Scarlett. Es kam nicht von mir. Nach der Expertise der Vertreterin vom Clan der Schatten können diese Abyss-Auswüchse nicht außerhalb eines beschworenen Zustandes durch einen La Sombra existieren. Es sei denn, sie werden direkt aus dem Abyss selbst gerufen. Man sieht zwischendurch Isaiah immer wieder nicken. Die Schlussfolgerung daraus war, dass irgendjemand versucht, eine Armee aus Dünnblütigen aufzustellen. Um Chaos hervorzurufen oder einfach, um uns alle mit dem Schreckgespenst von Gehenna zu erschrecken. Bewusst Vorboten und Sendboten herbeizuführen, wie die Reiter der Apokalypse. Des Weiteren wurde mir dann von Adam mitgeteilt und wir haben seine Aussage überprüft, dass jemand einige Anarchen abspenstig macht. Und zwar sollen das solche sein, die das Krankenhaus aufgesucht haben. Es meldet sich jetzt die zweite Brucha, die mit Adam da ist. Ja. Darf ich sprechen? Bitte. Lässt du ihren Blick über die Gäste schweifen?
Ich erkenne die Person wieder, die öfters mal mit den Unsrigen gesprochen hat. Ja. Streckt so den Finger aus und geht so die Gäste in der Mitte durch und ihr Finger bleibt auf Sarah hängen. Danke. Die schaut dann ganz schockiert irgendwie zu Ronan, also zwischen Ronan und der Blucher hin und her, macht so ein. Während die anderen, die um sie rumsitzen, alles so ein bisschen einmal von ihr wegrutschen. Mhm. Da ist irgendjemand gerade rausgeflogen. Jillies hat die Flucht ergriffen. Mhm. Hätte ich an ihrer Stelle jetzt auch. Mal eben die Bilder wieder anmachen, damit dann. Und. Noch dazu konnte ich ermitteln, dass dieser Bus aus Mexiko stammt und von einer Wohltätigkeitsfirma verwaltet wird. Ebenfalls im Namen der Familie Graham. Des Weiteren, denke ich, haben sehr viele Kainiten in letzter Zeit in dieser Stadt Exemplare eines gewissen Bestial Brew bekommen. Bei diesem Bestial Brew handelt es sich exakt um dieses Getränk. Was sie mir die Frage aufwirft, warum sollte die Familie Graham, die Malkavianen in dieser Stadt stellen, andere Kainiten damit bedenken und was das Ganze für einen Zweck haben soll. Ich erhebe keinerlei Anklage oder Anschuldigung, aber ich gebe das zu bedenken, dass die Spuren sehr seltsam sind. Wir machen noch mal ganz kurz eine Umbaupause, weil bei Feder der Strom gerade ausgefallen ist. Das heißt, sie wird wahrscheinlich relativ lange jetzt brauchen, bis sie wieder da ist. Das heißt, ich baue mal ganz kurz hier das Overlay wieder um, damit ihr uns wieder normal sehen könnt. Und dann hoffen wir, dass Feder gleich wieder irgendwie dazukommen kann. Bis gleich. So, jetzt haben wir wieder halbwegs gerades Overlay. Ob Feder wieder zurückkommt irgendwann, müssen wir nochmal kurz umbauen, aber bis jetzt, so, jetzt geht's wieder. So, Ronan hatte als letztes gesprochen. Genau. Ups. Und hatte gesagt, dass es keine Anschuldigung ist, aber dass man darüber nachdenken sollte, warum sowas passiert und warum wir mit Blutbier bedacht werden. Mhm. Und vielleicht deckt sich das ja mit dem, was Isaiah noch berichten wollte in Bezug auf, wo er Angela gefunden hat. Nun, Feder schreibt gerade, sie kommt heute nicht nochmal zurück, weil irgendwas in der Elektrik zu Hause ist kaputt gegangen. Ja, schade. Also brauchen wir aber heute auch dann nicht mehr umbauen.
So, dann, ja, Isaiah meldet sich nochmal und möchte noch was dazu sagen und meint dann, ich habe sie gefunden an der Grenze der Stadt auf einen Hinweis hin von Amanda. Sie hat Jelly gesehen am Bunkergelände am Rande der Stadt. Und da Jelly auch zunächst verschwunden war, nun, hat sie sich auf die Lauer gelegt und hat sie irgendwann dort auch Sarah gesehen. Nun, es hat mich natürlich stutzig gemacht und man muss dafür vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe Mittel und Wege über meinen Bekannte meines Clans in nun ich habe die Ressourcen genutzt, die sich im Clan Ventru aufgebaut hat. Und wir haben eben ja schon davon gesprochen, dass dieser Bus einer, hattest du gesagt, ne, dass das eine Wohltätigkeitsorganisation war, ne? Das ist auch meine Information. Dann habe ich versucht rauszubekommen, was es mit dieser Organisation auf sich hat und naja, über an der Börse sind sie nicht notiert, aber ich kenne viele Anwälte und die kennen Leute und die kennen Leute und die kennen Leute und in der Tat gibt es diese Organisation und ich habe Bilder zugespielt bekommen von Organisationstreffen und auch dort ist die gute Sarah Graham zu sehen. Allerdings heißt sie dort nicht Sarah Graham, wie auf dem Namensschild auf diesem Foto und halt so ein Foto hoch zu sehen ist, sondern dort heißt sie Calmy. Das Foto ist übrigens entstanden bei einem Obdachlosen-Event in der, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die Stadt, wo wir gestartet sind. Weißt du das noch, Rerion? Das weiß ich gerade nicht mehr. Aber das wäre die gleiche Stadt, wo wir gestartet sind in Mexiko. Gott. Mit dem Partybus. Das war irgendwas. Tut ja jetzt auch nichts Großartiges mehr, was ja. Zur Sache ist. Es wäre, wäre dieselbe Stadt. Mhm. Ja, was für ein Zufall. Also haben wir da schon wieder eine Verbindung. Dann habe ich versucht, die Konten offenzulegen von dieser Organisation und dann sind mir einige Dinge aufgefallen. Ich habe noch mitbekommen, dass Samantha, unsere allmals geliebte Harpie, der wir dieses tolle Event hier verdanken, angegriffen wurde vor einiger Zeit und diejenige Person, die auch Ronans Namen groß in Feuerschrift auf die Wolkenkratzer geschrieben hat, die wurde doch, wie ich gehört habe, von einer mysteriösen Person bezahlt. Mit viel Geld. Und ich dachte mir, irgendwo muss doch dieses Geld herkommen. Und siehe da! Diese Bankverbindung und der Geldfluss zeigt eindeutig eine Verbindung zwischen dieser Wohltätigkeitsorganisation und dem guten Menschen, der Ronans Namen in die Nacht schreibt. Zufall. Ich weiß es nicht. Das ist ein Indiz, würde ich sagen. Nun haben wir eben gehört von dem Bestial Brew. Ich habe ja auch noch so eine Flasche von meiner Lieferung. Wir haben, glaube ich, alle etwas davon bekommen, nicht wahr? Hört sich so. Auch ich wollte wissen natürlich, was es damit auf sich hat und ich habe ein bisschen herumgefragt und Jenna hier zeigt auf Jenna als ein Ghoul. Ich glaube, war der Ghoul von Sabra, nicht wahr? Mal gucken.
Mir ist selber gerade nicht mehr sicher. Nee. Jenna war der Ghoul von Alan. Von der Alan Skillman. Jenna hat tatsächlich den Lieferanten gekannt. Diese Stadt ist klein. So viele Menschen leben hier nicht. Man kennt sich. Und der Lieferant hat eine Bekanntschaft, mit der er ziemlich lange, also auf der Arbeit immer umher spinnt. Und merkwürdigerweise passt die Beschreibung perfekt auf dieses 80er-Jahre-Outfit, was Sarah da spricht. Und sie steht jetzt irgendwie auf und sagt, was soll das alles hier? Das ist, ich weiß weder von dieser Veranstaltung, noch von dem Foto, noch von irgendwas anderem irgendwas. Ach. Das kann man natürlich so stehen lassen oder nicht. Fakten lassen sich nicht widerlegen und zeigt halt nochmal auf das Foto und die Kontoauszüge, die er mitgebracht hat. Nun, wir kommen zu der Frage, Ronan, wo ich Angela gefunden habe. Und das habe sie in dem Bunker gefunden. Angekettet. Und ich habe auch eine Art Zapfanlage gefunden. Und jetzt gehen wir nochmal in die Pause, weil Feder doch wieder da ist. Einen Augenblick. Pause. So, da sind wir wieder. Also, die letzte Anschuldigung war gewesen, dass er in dem Bunker halt Angela gefunden hat und ein Labor. Und dann zieht er aus einer Tasche so ein Buch raus. Und dieses Buch hier. Und vielleicht kann die werte Herr Frau Primogen der Tremere damit mehr anfangen. Und Veronica steht auf und geht rüber und nimmt das Buch, schaut das an. Das ist mein Buch. Das sollte nicht in öffentliche Hände. Nun, das war ein Bunker. Könnte es jemand gestohlen haben? Veronica schaut so Richtung Ding. Eigentlich nicht. Zumindest, wenn ich da bin, nicht. Es müsste ein ziemlich geschickter Dieb gewesen sein. Nun, vielleicht sollten wir uns einmal damit befassen, wer des Öfteren herumlungert in der Gegend von eurem Domizil. Wer soll das sein, meint Veronica. Ronan und seine Leute sind öfteren bei mir, aber du willst sie doch nicht beschuldigen, dass sie das Buch geklaut haben. Nein, überhaupt nicht. Ich frage ja nur. Nun, der eindeutigste Beweis wäre allerdings, wenn Angela für sich sprechen könnte und könnte diejenige Person, die sie entführt und gepeinigt hat, zeigen. Nun, sie ist leider etwas mitgenommen, aber ich denke, sie schafft es, wenn sie sich zusammenreißt, auf diejenige Person zu zeigen, die für alles Verantwortung trägt. Wenn es erwünscht ist. Dieser Fall, vielleicht ist es dem einen oder anderen bekannt, vielleicht auch nicht. Ich war früher Polizist. Ich möchte auch mal kurz eine Sache auch noch mal in Ronans Gedächtnis rufen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie noch auf dem Plan hast, aber du hattest auch ein Haar gefunden in dem Bus, in dem Partybus auch von Sarah, ne? Ja, aber jetzt sprich, ja. Und es gibt eine goldene Regel: Wenn alle Beweise scheinbar auf einen Schuldigen hindeuten, muss es nicht immer diese Person sein.
Die Schwierigkeit, die wir hier haben, ist, denke ich, dass es ohne dem Clan des Mondes als Ganzes zu nahe treten zu wollen, ihre Spezialität ist es, den Geist zu verwirren, um zu strukturieren und neu zu formen. Welches Motiv hätte ich, sagt Sarah. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Und da haben wir das Problem. Es kann sein, dass sie die Wahrheit sagt. Es kann sein, dass ihr Verstand verändert wurde. Oder es kann sein, dass sie lügt. Wanze meldet sich. Ja, Wanze? Nun, es muss ja, das Ganze stinkt doch zum Himmel. Sehr treffend. Schaut sich so irgendwie Sarah an. Ich habe ja lange überlegt, was es bedeutet. Aber wartet mal. Klettert so die Bühne hoch und geht so zu Ronan hin. Weiß nicht, ob man das hier machen kann, aber könntest du Sarah vielleicht nach oben holen und, naja, Oberkörper frei? Wozu? Ich wollte da was demonstrieren. Wanze, was willst du demonstrieren? Vielleicht das Motiv. Wanze, sprich deutlich. Es reicht nicht, nur dass du Brüste sehen willst. Ich habe ihre Brüste schon gesehen. Ich habe sogar Fotos davon. Aber ich habe auch das gesehen, was sie auf dem Rücken tätowiert hat. Ja, ich fotografiere gerne Ladies unter der Dusche. Sarah? Ja? Könntest du mal nach oben kommen? Klettert nach oben. Ronan zieht sich ein Stückchen zurück. Bisschen weiter weg von allen. Wanze meint, du hättest eine Tätowierung auf dem Rücken. Das hat damit nichts zu tun. Sarah. Ich versuche dir auch hier zu helfen, wenn ich kann. Hat sie. Würdest du es mir zeigen? Das ist nicht das so, wie es aussieht. Würdest du es mir zeigen? Sonst zwingen sie dich, das vor allen Leuten zu machen. Das ist halt richtig scheiße für dich. Guck halt nach. Er siehst irgendwie ein großes Tattoo auf dem Rücken, ein umgedrehtes Kreuz mit einem Kreis nach unten am unteren Ende. Für alle, die sich nicht so auskennen, das Symbol des Sabbat. Sarah, das ist jetzt aber richtig kacke. Ich sag doch, es ist nicht so, wie es aussieht. Okay, Sarah, ganz klar. Was denkst du, geht hier vor? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe nichts davon gemacht. Gar nichts. Jelly merkt halt, wie Angela gerade so zusammenzuckt neben mir. Kann ich sehen, wo sie hinguckt? Sie guckt, weniger ist ja so in sich zusammengesunken. Zuckt halt nur. Ich denke, hier haben wir ein generelles Problem. Wir müssen sicher gehen, dass die betreffenden Personen auch die Personen sind, für die sie sich ausgeben. Was hat sie denn tätowiert? Wer hat das gerufen? Moment, muss ich gerade mal gucken, wer er hieß. Das ist der Toreador, der immer mit Ellen rumhängt. Kenneth O'Connor. Nicht verwandt, nicht verschwägert. Nee, schreibt sich auch anders.
Das ist für die Beweisführung unerheblich. Also wieder nur so ein Wanze-Ding, okay. Der Wanze. Er dachte, ich könnte einmal nützlich sein. Hast du. Wir müssen sicher gehen. Ich würde gerne mit Erlaubnis des Prinzen von Angela eine Blutprobe nehmen, ob wir es tatsächlich um die Person haben, die wir glauben, und ob sie unter einem Bann steht oder dergleichen. Adam steht auf. Ihr wollt einem Tremere Blut geben von einem Primogen? Das, so wie das hier in der Stadt läuft? Ich würde Adam einen Blick zuwerfen, zu dem Motto, oh bitte, hatten wir das nicht schon? Berechtigter Einwand. Aber es gibt andere Möglichkeiten festzustellen, ob sie diejenige ist, für die wir sie halten. Und ob's... Ja, genau. Moment, ich weiß was, meint Adam. Wie wäre es, wenn ich sie was frage, was nur sie wissen kann? Bitte. In der Nacht, wo ich dich gewandelt habe, Angela, in welchem Raum haben wir uns das erste Mal gesehen? Und Angela flüstert irgendwie unter der Kapuze hin zu Jelly, Badezimmer. Badezimmer. Das ist richtig. Das kann niemand anderes wissen. Wir waren allein. Ich habe es nie jemandem erzählt. Ich weiß nicht, ob sie es jemandem erzählt hat, aber warum sollte sie? Gehen wir davon aus, dass das wirklich Angela ist. Einstweilen. Dann würde ich gerne überprüfen, ob Miss Graham die Wahrheit sagt. Das könnt ihr, meint Sabra. Meine Gabe des Sehens ist sehr weit fortgeschritten. Nur zu. Jelly hört jetzt unter der Kapuze. Sie war es aber. Alles das war sie. Bist du dir sicher? Vergesse das nicht mehr. Sagst du dir das, dass du das nicht vergessen sollst? Oder hat man dir gesagt, dass du das nicht vergessen sollst? Ich kann das nicht vergessen. Mach ich jetzt erstmal Scry the Soul? Sechs Erfolge. Mhm. Ronan ist überzeugt, dass Sarah die Wahrheit sagt. Also, dass sie tatsächlich von nichts weiß? Ja. Stelle ich irgendwelche wirkenden Disziplinen auf ihr fest? Also Geistesbeeinflussung und dergleichen kann ich feststellen. Auf Sarah? Ja. Nee. Dann würde ich mir auch noch mal Angela angucken. Ich muss jetzt mal gucken. Hält eine Runde. Weiß ich jetzt nicht, ob das reicht oder ob ich da noch mal würfeln soll. Für Angela. Du bist gemutet? Wenn du zwei unterschiedliche Leute anguckst, dann mach das noch mal. Okay. Fünf Erfolge. Du siehst auf dem Geist von ihr mehrere Zeichen, dass sie unter Beeinflussung stand. Mhm.
Ich weiß nicht, aber durch die Kraft kannst du nicht sehen, was genau, ne? Kannst nur sehen, ob es das war, ne? Ich kann sagen, ob es Blut, also ob es Thaumaturgie ist, ob es Beherrschung, also ob es eine Geistesdisziplin ist. Ich kann nur nicht sehen, welche. Aber ich kann sehen, ist definitiv eine Geistesdisziplin. Und die wirkt noch? Klingt oder? Ab. Okay. Denkst du, 2 Tage her oder so. Okay. Doch Sarah liegt nichts und sie ist absolut davon überzeugt, damit nichts zu tun zu haben. Ja. Ich sehe auch keine Vorgänge, die da irgendwie mit zu tun haben, also wenn ich sie darauf anspreche. Was meinst du? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was sagst du da und dazu? Hast du das getan? Sehe ich da in ihrem Gedanken irgendwie ein Schuldbewusstsein, irgendwas, das darauf hindeutet, dass sie was tatsächlich gemacht hat, oder ist das einfach ein leerer Fleck? Das ist irgendwie, du merkst Panik in ihr auf jeden Fall. Okay. 2 Dinge konnte ich feststellen. Hat sich so ein bisschen die Schläfen. Miss Graham ist vollkommen von ihrer, ja. Als du in Angelas Geist gesehen haben, hast du auf jeden Fall wieder angefangen, die Stimmen zu hören von Donnerstag. Mr. Webb. Ja, habe ich was für, ja. So ganz im Hintergrund, aber sie werden lauter, wenn je länger du drauf guckst. Miss Graham ist von ihrer Unschuld selber überzeugt. Für den Betreffenden, ich sehe keine Schuld, kein Eingeständnis, keine Veränderung der Aura auf die betreffenden Zeiträume angesprochen. Jetzt, wenn Ronan das so sagt, schießt Angela quasi auf die Beine aus dem Rollstuhl hoch, bleibt zitternd stehen, hält sich so an dem Tisch fest. Man die Kutte wird so zurückgeschmissen, man sieht so dieses mitgenommene Gesicht. Ist ein bisschen so Kontrast zu Jelly, die ja auch die ganzen Striche irgendwie im Gesicht hat. Jelly sieht wahrscheinlich im Gesicht so aus, wie sie sich fühlt. Und sagt dann, eine Farce. Ich habe dich gesehen, wie du mir das angetan hast. Und nicht überzeugt von der Schuld. Ich bin so umso überzeugter, dass du es warst. Und im Geist von. Und selbst wenn er dich nicht frei, wenn er dich nicht spricht, dann. Lauf. Und im Verstand von Angela wurde herumgefuscht. Natürlich wurde herumgefuscht in meinem Verstand. Du weißt nicht, was ich durchgemacht habe. Angela, deswegen natürlich, wenn jemand will, dass sie schuld ist. Kann sich jemand per Verdunklung in sie verwandelt haben und die ganze Zeit Tat in ihrem Namen vollbracht haben. Das kannst du nicht ausschließen. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ja, und das Auge trügt in der Welt der Kainiten. Sackt wieder zusammen, fällt wieder in den Rollstuhl zurück. Weißt du, was ich gesehen habe? Ich habe gesehen, dass auf in Angelas Verstand jemand herumgefuhrwerkt hat, von dem ich sehr klar ausgehen kann, dass er zum Clan des Mondes gehört. Du bist gemutet, Kuali. Einer von Maikavianern, der Mary Cox, steht dann auf und sagt, wieso soll es einer von uns gewesen sein? Es kann genauso gut ein Ventru gewesen sein. Vielleicht derjenige, der heute fehlt. Ich habe einige Erfahrungen in der letzten Zeit gesammelt. Aber natürlich... Fehlt doch nicht umsonst. Aber natürlich kann es auch
es kann nicht theoretisch jeder Malgavianer gewesen sein, der irgendwas gemacht hat. In der Zeit mal, ich bin die ganze Zeit so im Raum immer wieder hin und her und habe mich umgeguckt. Du würdest dann jetzt mal zu Scarlett laufen und sie dann fragen, weißt du, warum die beiden nicht da sind? Keine Ahnung. Ich hatte kurz mit John darüber gesprochen, aber er meinte, es wäre nicht klug, hier aufzutauchen. Ich hatte gehofft, dass er sich noch anders überlegt. Weil so macht er sich natürlich jetzt potenziell verdächtig. Möglich. Ich denke, wir haben hier eine äußerst angespannte Pattsituation. Die Beweise deuten auf Miss Graham hin, aber jeder von uns weiß, gerade die, die die Gabe der Verdunklung beherrschen, geht mal Richtung Malcolm. Als auch diejenigen, die sich mit der Manipulation des Geistes auskennen, nickt mal zu den Ventru. Jeder Kainit, der diese zwei Disziplinen beherrscht, könnte so etwas anrichten. Es ist kein eindeutiger Beweis. Leider. Was ist mit den ganzen Fotos? Ich gebe zu. Es sehr gefragt. Ja, ich gebe zu, ich weiß nicht, ob diese Gabe Fotos täuscht. Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Vielleicht kann uns das jemand beantworten hier im Raum. Ob die Gabe der Verdunklung auf Fotos auch zutage tritt. Frank steht auf. Sarah war schon immer geschickt darin, sich zu verstellen. Dennoch denke ich, ist ein Generalverdacht gegen Clan des Mondes weit hergeholt, würde ich sagen. Jeder, der diese Kräfte besitzt, in auswärtigem Meister könnte täuscht haben. Dennoch bleiben einige Fragen offen, unter anderem das Bestial Brew. Warum sollte jemand das tun? Wann zu macht so? Und ich gehe davon aus, dass die Familie Graham in allen Belangen zusammensteht. Also halte ich es für sehr ausgeschlossen, wenn irgendjemand etwas im Alleingang unternimmt, das andere es nicht mitbekommen würden. Alan meldet sich. Es ist bekannt, dass Sarah und Frank eine Fehde haben. Ich glaube nicht, dass er weiß, was sie tut. Was sowohl für oder gegen Sarah sprechen kann. Richtig. Kommt dann von einem der Nosferatu von den Mister? Guck mal die Namen jetzt. Von Paul kommt dann im Zweifelsfalle, glaube ich, dem Primogen. Wie lange wird es dauern, bis sich Angela wieder vollständig erholt hat? Wen fragst du das? Eher so tatsächlich halb in Richtung Angela, also so quasi so Richtung des Tisches. Ja, eine Antwort.
Glaubst du ernsthaft, wenn das passiert ist, was du ihr unterstellst, dass sie jemals wieder gesund wird? Sagen wir körperlich gesund. Oh, sie ist körperlich gesund. Also so. Ne? Also ja, so, aber halt, ne? Da ist keine Wunden hat oder so. Extrem starken Blutverlust. Auch das ist jetzt nicht augenscheinlich. Also sie hat nur mitgenommen aus. Ja gut, okay. So irgendwie, wie man halt aussieht, wenn man ein paar Tage nicht geschlafen hat oder so. Okay. Bis sie sich erholt hat, wärst du wieder bereit, den Posten des Brucherprimogens zu übernehmen, Malcolm? Schaue sichtlich zu Angela rüber. Wenn sie damit einverstanden ist. Ich will nicht danach eine Fehde mit dem amtierenden Brucherprimogen haben, nur weil ich jetzt sein Amt geschenkt bekomme. Auf Zeit. Mir egal. Nur, dass der Schuldige bestraft wird. Ich glaube, ein Egal ist in diesem Moment keine Option. Was hätte ich denn zu tun? Für dein Gut zu sorgen. Welcher Ghoul? Ich denke, wir können ein mir egal durchaus als Zustimmung werten. Ja. Ja. Ich werde das jetzt so auslegen. Allerdings fehlt dazu das Votum des Prinzen. Ich denke, jemand muss auf sie aufpassen, ja. Dann stehe ich ohne weitere Worte auf. Ich würde auch auf sie aufpassen, meldet sich Wanze. Greife ohne darauf zu reagieren nach meinem Stuhl, schultere den und setze mich an den Tisch der Brucher. Jetzt steht etwas im Raum. Und wir sind keinen Schritt weiter gekommen. Veronica steht auf und meint, ich will mir dieses Labor anschauen. Wenn es in dem Bunkerkomplex ist, dann müsste es das alte Labor von Pranava gewesen sein. Und im Namen von Clan Tremere fordere ich, dass niemand dort Einzug hält, bis wir die Untersuchungen dort beendet haben. Pranava ist Tremere und deswegen ist es sein Domizil. Ronan lächelt ein bisschen. Ist der Prinz damit einverstanden? Ja, es ist völlig, ich verstehe das, ja. Wann können wir mit Ergebnissen rechnen? Ich werde den Prinzen informieren, sobald ich Ergebnisse habe. Dann schlage ich vor, vertagen wir diese Angelegenheit, bis erste Ergebnisse vorliegen. Da es sich bei der Geschädigten um ein Mitglied des Clans Brucher handelt, biete ich natürlich die volle Kooperation an. Nun gut, das ist, denke ich, sehr nützlich, Sabra. Eine Sache noch, bevor diese Akte erstmal geschlossen wird. Ich habe noch eine letzte Amtshandlung zu vollführen.
geht wieder da, wo der Ultimachete im Boden steckt, zieht die raus, wiegt die so ein bisschen in der Hand, verlässt dann das Podium. Ich habe viel gelernt in den letzten Wochen und Monaten und mir ist etwas klar geworden. Etwas habe ich ironischerweise mit Joe gemeinsam, so wie es aussieht. Aber ich möchte diese Sache frei und sauber für mich machen. Geht dann auf Sam zu. Bleibt dann so vor dem Tisch stehen, dreht sich einmal um. Ich ziehe meinen Säbel. Mit sofortiger Wirkung lege ich den Posten des Sheriffs nieder. Und bestimme, Samantha vom Clan der Rose als meine Nachfolgerin. Und leg dir die Machete oder auf den Tisch. Ich würde die nur mit großen Augen anschauen, so. Während als Malcolm den Säbel gezogen hat, ist Ding zwei Schritte nach vorne gegangen und hat sich vor Veronica gestellt. Neben euch, die Toreador, sind alle ein bisschen zur Seite gerutscht. Es wird Zeit, dass ich mich mehr um Haus und Clan kümmere. Und das kann ich nicht, wenn ich Sheriff bin. Wirf deinen Blick zu Veronica. Zieht eine Augenbraue hoch. Wird sich dann vor und sagt dann leise zu Sam, und du kannst die Dinge tun, die ich nicht tun kann. Das ist allerdings wahr. Dann würde ich die Machete nehmen und aufstehen. Und mal zum Prinzen schauen. Die grinst. Nun, das ist eine hervorragende Wahl, wenn du mich fragst. Dann zu Malcolm schauen. Jetzt kommt das Wurfmesser. Dann leise zu Ronan. Muss ich sonst irgendwas genau jetzt tun? Du kannst natürlich sagen, dass du alles nach bestem Wissen und Gewissen machen willst. Du kannst aber auch sagen, leck mich am Arsch. Also besser formuliert. Nun, wenn wir das, nimmst du das überhaupt an, Samantha? Wenn, ja, sehe ich das richtig, mein Samra? Ich habe die Machete genommen. Ich würde sagen, das ist ein Ja. Nun, dann können wir das Ganze ja besiegeln. Ich muss dann noch mal überlegen, wer die neue Harpie wird, aber ja, das wird sich schon finden lassen. Und wirft auch mal Bruce einen Blick zu und dann Scarlett und dann Jelly. Sabra zieht sich so einen Fingerring an, mit so einer spitzen Spitze, piekst sich so in die Vene und reicht Sam so ihre Ader hin. Nachdem sie ja schon von Ronan weiß, dass sie da nicht drum rumkommt, wird sie trinken. Ja. Ein inniges Gefühl keimt in Sam auf. Ein vertrautes Gefühl mit Sabra. Bilder laufen von deinem geistigen Auge ab. Meistens von einer
sehr kleinen, zierlichen Gestalt von Sabra ihr herumgeschubst wird. Und du hast dann so, endest mit einem großen Sympathiegefühl und vor allem ein guter Schuss Mitleid. Und aber irgendwas schmeckt komisch in ihrem Blut. Das hatte Ronan ja auch schon wahrgenommen. So komisch, wie ich das schon mal bei jemand anderem geschmeckt habe. Wen spielst du an? Stalker? Nee. Okay. Nee. Und dann setzt sich Ronan an den Tisch der Tremere. Ding schaut dich so an, also von unter der Kapuze, nur für Primogen. Nimmt einen Stuhl und setzt sich direkt neben den Tisch. Dann mache ich es auch noch mal laut. Dein Platz ist unten. Veronica geht so zu Ron hin. Würdest du? Klar. Wartet exakt 2 Sekunden und setzt sich dann um. Jelly dürfte jetzt beobachten, also weil sie ja jetzt genau neben ihm sitzt, dass Malcolm die Fäuste so stark geballt hat, dass Blut aus seinen Handflächen tritt. Sie wird dir mal einen Seitenblick zuwerfen. Nun, wir brauchen auch noch einen neuen Sehneschall. Ich denke, die ganze Sache mit Angela ist so gut aufgeklärt worden von meinem lieben Freund Isaiah, dass das ein sehr gutes Amtsposten für ihn wäre. Zumindest kann er auch meine Geschäfte besser führen, als Amanda das jemals konnte. Isaiah, möchtest du den Posten als Sehneschall übernehmen? Isaiah steht auf. Es wäre mir eine Ehre. Vorragend. Lässt sie auch noch ihn noch einmal trinken. Und Bruce hört so neben sich so einer so. Ich klopfe es auf die Schulter. Ich weiß. Es steht Sabra auf. Nun, dann gibt es noch eine große Sache zu erledigen. Hat noch jemand etwas vorzubringen? Bevor ich schließe. Ich würde gerne noch mal in den Raum werfen. Die Sache mit der zweiten Inquisition. Ja. Malcolm hat uns mit seinem Handeln nur Zeit erkauft. Das sollte uns bewusst sein. Wir sollten uns nicht zu sehr auf diesem Triumph ausruhen. Sie werden wiederkommen. Und ich glaube, es wäre an dem Zeitpunkt, dass wir als kainitische Gesellschaft, und damit meine ich die gesamte kainitische Gesellschaft, die in dieser Stadt oder innerhalb der Grenzen dieser Kuppel lebt, sich gemeinsam darauf vorbereiten sollte, dass sie zurückkommen. Ich denke, eine Vorbereitung zum Schutz der Camarilla ist in deinen Händen hervorragend aufgehoben, Sabra. Ich meine, trifft die Vorbereitung, die du für richtig hältst. Wie ihr wünscht. Noch irgendjemand etwas vorzubringen?
Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich möchte mich noch einmal bei unseren Gästen von den Anarchen bedanken, dass sie so friedlich beigewohnt habt. Vielleicht können wir einen gesitteten Austausch in regelmäßigen Abständen und ein gemeinsames Nebeneinander doch anstreben, auf Basis dessen Vertrauen, das wir uns heute erkauft haben hier, nicht wahr? Du bist gemutet, Scarlett. Nee, das war auch nur so dahergebrabbelt, alles gut. Okay. Nun, in ihrer weisen Voraussicht hat die neue Sheriffin, der neue Sheriff hat nicht umsonst heute hier eine bestimmte Anordnung der Verhältnisse hier gewählt. Das ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen. Das geschah nicht auf ihrem Mist. Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir eine offene kainitische Gesellschaft in dieser Stadt haben möchten. Die Camarilla ist die Heimat für jeden Vampir, auch für diejenigen, die es nicht sein wollen, und schaut dann ganz klar auf die Anarchen. Dennoch, jeder, der sich an die Gesetze und an die Strukturen hält und der in Frieden mit uns zusammenarbeitet, soll in dieser Stadt seinen Platz erhalten. Dieser Club hier stellt das dar, so wie er jetzt präsentiert ist. Und in Absprache mit Amanda, nun, Kain möge ihrer Seele Frieden schenken, und mit Samantha habe ich nach langem Überlegen und mit dem Ringen mit von mir dann entschieden, dass nicht nur Clan Brucha und Clan Gangrel in dieser Stadt nun ihren Platz haben sollen und die Geschicke mitbestimmen sollen, sondern eben auch die anderen Clans, auf die wir uns zu jeder Zeit gewissentlich verlassen können. Schaut Richtung Malcolm. Dann eine etwas längere Zeit Richtung Scarlett. Die kriegt große Augen. Zumindest Malcolm hat sich um diese Stadt verdient gemacht und deswegen akzeptiere ich von nun an und bestimme, dass seine Stimme im Primogenrat gehört wird, wenn er sie denn erhebt. Gleiches Recht hat sich Scarlett noch nicht verdient in dieser Stadt. Aber ich stelle es ihr in Aussicht. Solltest du dich verdient machen um die Camarilla und uns beweisen, dass du zu uns gehören möchtest, dann stelle ich dir das gleiche Recht wie Malcolm in Aussicht. Bleibt mir nur noch zu sagen, der Aschemörder, der immer noch frei herumläuft, und die Thinbloods in dieser Stadt, die von ihm geschaffen wurden. Hiermit bestimme ich, dass jeder aufrechte Kainit der Camarilla die Pflicht besitzt, jedes Thinblood vor meinen Fuß zu werfen oder zu eliminieren. Gefangene Thinbloods werden gebrandmarkt und untersucht. Aber ich... Nun, es wäre einfacher, sie loszuwerden, wenn ihr versteht, was ich meine. Sie haben keinen Platz in unserer Gesellschaft. Ich bin gespannt, ob hier noch jemand frei herumläuft. Und ja, es wäre eine Möglichkeit, sich verdient zu machen um die Camarilla-Frau. Das war's. Ich weiß gerade den Nachnamen gerade. Der Spielleiter weiß es gerade nicht. Scarlett Wilson, ne? Wilson, genau, ja. Ja, und Frau Wilson, es wäre eine Möglichkeit, sich verdient zu machen.
Wenn sich die Gelegenheit bietet, werde ich dieser nachkommen. Gleichfalls zeigt mir, dass die Kainiten namens John Doe und der Dicke sich einen feuchten Kehricht um die Ordnung dieser Stadt kümmern, Einladungen der Versammlung des Elysiums nicht Folge leisten und, das kommt erschwerend hinzu, Teil eines ausgesprochenen Verdachts heute Abend sind. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich diese beiden Individuen beim letzten Mal schon habe suchen lassen. Und ich gehe stark davon aus, dass zumindest ein Teilinteresse bestanden hat darin, dass der Sheriff so unkompromittiert wurde. Hiermit rufe ich die Blutjagd aus auf die Thinbloods, auf John Doe und auf den Dicken. Ich möchte bitte Isaiah beobachten. Mhm, der grinst. Schaut dann einmal kurz verstohlen zu dir rüber. Ja, dann werden sich unsere Blicke wohl begegnen. Dann gucke ich nach unten. Nun. Hiermit ich bin gerade sehr dankbar dafür, dass mein Herzschlag sich nicht mehr beschleunigen kann, sondern dass ich einfach ganz ruhig weiteratme, als wäre überhaupt nichts. Hiermit wird die Versammlung aufgehoben. Ich wünsche allen den Segen der Nacht. Clan Nosferatu benötigt noch einen neuen Primogen. Und das ist Sache des Clans Nosferatu. Da habe ich nichts mitzusprechen. Ich denke, sie werden sich clanintern einigen. Ja, ich bin der Älteste! Das ist voll gut. Dann kann ich auch bestimmen, dass ich die Ische krieg. Müssen wir das irgendwie, wo muss das angemeldet werden? Ich meine, der Primogenrat hat eins, zwei, boah, es waren viele Frauen. Voll gut! Sabra guckt ihn jetzt böse an, meint, können wir das in die Kanalisation verlegen, eure Gespräch? Nicht, dass ich dabei sein möchte. Natürlich. Nun, aber jetzt den Segen der Nacht. Ziehe mich zurück. Ja, die andere Brucha, die mit Adam da irgendwie war, irgendwie kippt noch so einen Rest von ihrem Blutgetränk, das sie an der Bar stehen hatte, irgendwie stürzt das runter, zieht dann Adam so ein halbwegs mit sich mit und so beim Rausrufen dann noch: Tolle Gesellschaft hier! Hat mir Spaß gemacht! Und tritt dann so auffällig nochmal gegen die Tür beim Rausgehen. Ich würde gern, also wahrscheinlich guckt Ronan auch nochmal irgendwie so durch die Gesellschaft oder so, der ist ja neugierig wie sonst was. Wenn er in meine Richtung guckt, würde ich gerne nochmal kurz so ein Wurfmesser aus dem Mantel ziehen. Und so maufen, ja, ehre den Tod, ehre den Mord. Sie würde sich dann also den Blick erwidern und dann irgendwie über eine bestimmte Tätowierung an seinem Arm streichen und nochmal nicken. Das fürs Protokoll, das ist der Erzengel Michael. Gut, damit ist das Elysium beendet. Langsam leert sich der Saal und am Ende bleiben wahrscheinlich nur noch... Ich möchte noch mal kurz zu Scarlet gehen. Ja, ich denke, die bleiben ja auch eh über, ne? Also ich denke, Scarlet würde jetzt nicht direkt auch verschwinden.
Nö, die bleibt doch die ganze Zeit sitzen. Ich kann nicht behaupten, dass die beiden Freunde von mir sind. Sorg einfach dafür, dass sie mir in der Bibliothek nicht über den Weg laufen. Du weißt, was ich sonst zu tun habe. Das werde ich. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mir dieses Lager mal anzusehen. Also Ron Hüns würde noch zu Scarlet übergehen. Und tatsächlich so kurz ihre Schulter drücken. Gut gemacht. Der Moment auf der Bühne, das mit Joe, da habe ich in mich gehorcht und entschieden. Es hat dir gezeigt, was aus dir werden würde, wenn du diesen Posten weiter ausübst. Nicht nur das. Ich kann, vielleicht ist das unser aller Schicksal, dass wir in 20, 30, 40, 50, 100 Jahren so werden. Vielleicht ist das unabwendbar. Aber die Stadt hat mir eins gezeigt, dass man kann nicht völlig fair spielen. Nein. Aber ich weiß jetzt, dass ich kein Monster sein muss, um zu spielen. Aber dass ich wirklich einige meiner Prinzipien in manchen Momenten vergessen muss. Da stimme ich dir zu. Und das hat mich irgendwie auch Malcolm gelehrt. Darum musste ich das auch selber tun. Sabra wird beim Rausgehen Sam nochmal anhalten. Mein Prinz. Sorge dafür, dass dieser Graham sich nicht verkrümelt, bis wir die Anschuldigung festgemacht haben. Wohin soll sie denn gehen? Irgendeine Verwahrung. Du würdest schon einen Weg finden. Vielleicht diese Zellen da unten, die haben mir sehr gefallen. Wenn das dein Wunsch ist. Ja, mach es so. Dann würde ich gucken, dass ich mir Sarah schnapp und... Die wehrt sich natürlich halbwegs, aber ich denke, wenn noch in dem großen Raum sind, weiß nicht, ob wenn andere da noch irgendwie mit einschreiten wollen. Anna wird zumindest irgendwie auch noch mal einen Schritt irgendwie dazu machen und sie auch vom Weglaufen abhalten wollen. Aber sie macht schon Anstalten, irgendwie zu türmen. Ich würde Annas Hilfe annehmen, wenn es eh dazu kommt. Ja, packt die quasi so am Schlawittchen. So, Moment! Dann verfracht man sie nach unten in die Zellen. Ja, beschwert sich lautstark. Ja, und Isaiah wird irgendwie auf Malcolm zugehen. Malcolm? Augen sind verdeckt. Ich schätze, als offiziell bestimmter Aufpasser, übrigens Gratulation zu deinem Primogenposten, kümmerst du dich um Angela? Wüsste niemanden in dieser Stadt, mit dem sie sicherer wäre. Es ist meine Aufgabe als Primogen, mich jetzt um sie zu kümmern. Hervorragend. Nun, ich hab noch ein paar persönliche Dinge von ihr. Soll ich sie dir zukommen lassen, oder? Hinterleg sie beim Sheriff. Okay. Jelly? Angela?
Segen der Nacht. I say ya. Danke. Danke, dass du Angelas Leben gerettet hast. Mir ist sehr an ihrem Leben gelegen. Ich mag sie. Dreht sich um und hackt sich bei Lillian ein und die beiden gehen. Sind dann auch die letzten, die noch irgendwie aus dem Raum rausgehen. Ronan würde zu Sam treten dann. Irgendwann später. Sorry. Selten sowas Ekelhaftes getrunken. Also, sorry wegen zwei Sachen. Erstens, dass ich dir schon wieder einen Posten aufgedrängt habe. Und sorry wegen dem Aspekt, aber ich denke, wir alle zusammen können da jetzt was Gutes draus ziehen. Du hast jetzt mehr Befähigung und Graham kann dir nicht mehr ausweichen. Schauen wir mal. Und ich werde mal daran forschen, ob ich eine Möglichkeit finde, ein Ritual zu entwickeln, was das Blutsband bei anderen negiert. Mein Positiv ist es ja, es gibt ja bald keine Ämter mehr, die mir zufallen könnten. Aber ansonsten ist es so eingetreten, wie wir vermutet haben. Isaiah wird Seneschall. Wobei ich ihm diesen Punkt echt zugestehen muss, dass er Angela scheinbar gefunden hat. Meinst du nicht, dass es ein etwas großer Zufall ist, dass er sie gerade einen Tag vor dem Elysium gefunden hat? Klar. Natürlich, es geht um die Demonstration. Aber vielleicht finde ich vor Ort etwas, was uns weiterhilft. Du weißt, dass du Jelly zukünftig vor mir fernhalten musst. Ja. Die Worte waren deutlich. Ich will unter gar keinen Umständen wissen, wo sie ist. Ich muss auch noch mal mit euch allen reden. Später. In ein paar Tagen. Wie war das? Hast du noch irgendwelche offenen Fälle? Ich habe das sowieso alle mit dir zusammen gelöst. Welche haben wir gelöst? Siehst der Stalker du? Hat sich erledigt. Mit Verlaub, dazu hast du nicht sonderlich viel beigetragen. Autsch. Fakt ist, ich lasse dir alles zukommen, so was ich gesammelt habe. Und ich werde dich nach wie vor mit allem unterstützen, was ich kann. Und ich glaube noch immer daran, dass was einen Sinn mit dir hat. Und davon werde ich auch nicht abrücken. Ich fürchte nur, du musst jetzt erstmal aus dem Keller ausziehen. Ja, das ist wohl wahr. Ich glaube nicht, dass du deine geifernde Schwiegermutter nonstop um dich haben möchtest. Das wäre ein interessantes Gespräch. Es steht dir natürlich frei, dich mit ihr zu unterhalten unter Aufsicht. Vielleicht sollte ich ihr mal den Namen Alice Howard unter die Nase halten und gucken, wie sie reagiert. Wer? Nicht so wichtig. In ein paar Tagen. Wer ist denn jetzt noch da? Ich denke mal, Bruce ist noch mit da. Jelly, ja. Ronan, Malcolm, Sam. Angela und Anna. Okay. Nee, dann würde Scarlett noch warten, bis halt wirklich die Gang unter sich ist.
die Scooby-Gang. Ja, Malcolm, Angela und Jelly verlassen dann wahrscheinlich auch irgendwann das Gebäude. Ja, aber wahrscheinlich werde ich im zweiten, also im gleichen Zeitpunkt, wie Sam Ronan gesagt hat, ich will auf gar keinen Fall wissen, wo Jelly sich jederzeit aufhält, exakt das Gegenteil zu Jelly gesagt haben. Aber jetzt weiß ich zu jedem Zeitpunkt, wo du dich aufhältst. Sorge ich. Dein Leben hängt davon ab. Ich habe vor zu verschwinden. Keiner hier soll wissen, wo ich bin. Nur du hast gesehen, was mit Personen passiert, die verschwinden. Hast du mich mal angesehen? Das passiert mit Personen, die verschwinden. Nein, Blutjagd passiert, wenn du verschwindest. Sofort. Du glaubst doch wohl nicht, dass du besser behandelt wirst als der Ghoul, der jetzt Wanze gehört. Das ist okay. Meister oder Tod? Das ist die Wahl, die du hast. Wird schwierig, ihr das zu erklären. Ich guck zu Angela. Sie schaut ins Leere. Aber wir gehen mit die Zeit zeigen. Ein ausführliches Gespräch zwischen Malcolm und Jelly können wir demnächst irgendwie alle hören. Denn da gibt es bald eine Sonderfolge, die kommen wird. Also sind dann nur noch Scarlett, Sam, Ronan und Bruce irgendwann im Raum. Und Anna. Und Chad, der Kater. Nein, nicht der Kater! Ja, dann würde Scarlett sich auch langsam erheben von ihrem Stuhl und dann so langsam rübergehen. Eine Bitte. Ihr wisst alle, wer außer mir und Henry noch in der Bibliothek zugegen ist. Ich wünsche, dass dieses Wissen auch unter uns bleibt. Und dabei schaue ich Sam nicht an. So sehr ich die beiden nicht mag, meint Anna. Diese Blutjagd ist Bullshit. Das ist auch mein Gedanke dahinter. Aber wisst ihr was? Eine Blutjagd heißt nur, dass wenn man sie sieht, man sie kaschen muss. Nicht, dass man sich dabei anstrengen muss. Schaut so Richtung Bruce. Deshalb habe ich ja gesagt, ich möchte die beiden einfach nicht sehen, wenn ich in die Bibliothek komme. Keinen von beiden. Wenn ich nicht weiß, sicher, dass sie da sind, muss ich nichts tun. Danke. Nun denn, dann werde ich mal die Erkenntnisse dieses Elysiums weitertragen. Ich werde Segen der Nacht. In ein paar Tagen rein Wein einschenken. Und nickt mal zu den anderen rüber. Schotter zu Scarlett. Was soll das denn heißen? Meint Anna. Ist er irgendwie gelogen heute? Nein, aber es gibt ein paar Details, die auf mich zukommen, die ich nicht als Sheriff lösen könnte. Bin gespannt, wenn du Hilfe brauchst. Anna, was ist mit dir heute los? Ich weiß nicht, ich würde ganz gern irgendwem den Kopf abreißen, aber ich weiß noch nicht genau wem. Hey, verstehe. Ich könnte mit Isaiah anfangen. Ah, da gibt es schon wieder eine Wahl und ein Elysium. Drecks, Ventru. Oder du suchst dir ein paar Thinbloods. Besser du tötest sie schnell, wie dass sie zu Sabra gebracht werden. Hm. Sie geht zu Sam rüber, schaut Sam so in die Augen. Töte niemanden, nur weil es mir befohlen wird. Töte dann, wenn es Leute verdienen, dass sie sterben. War nur eine Idee. So eine Art Kodex solltest du dir auch zulegen.
Du weißt, dass ich gerade schon 6 Augen zudrücke. Ist mir bewusst. Und wir sind uns sowieso schon einig gewesen, dass die Thimblads ein Problem darstellen. Sind zumindest eine Gefahr für die Gesellschaft, da gebe ich dir. Bruce, kannst du mir mal kurz auf den Hinterkopf schlagen? Gerne. Gebe ich dem Prinzen recht. Und wie gesagt, ich weiß nicht, dass die gute Prinz auf irgendwelche Ideen kommt, Dinge mit den Thimblads zu tun, wie sie in der Vergangenheit mit dir getan worden sind. Von daher wäre es mir lieber, wenn sie schon sterben müssen, wenn wir uns darum kümmern müssen, dass es schnell geschieht. Naja, immerhin schließt der Prinz nicht solche zwielichtigen Deals ab, wie Edo es gemacht hat. Noch nicht. Nur über meine Leiche. Tja, und jetzt wäre der Preis auch dezent höher, wo ein Team tot ist. Gut, ich denke, können wir mit Blick auf die Uhr, wir haben es schon kurz nach Mitternacht, für heute diese Session beenden. Wir haben fast 4 Stunden gespielt, einer Elysiums-Folge würdig. Vielen, vielen Dank. Ich denke, wir werden heute keinen Aftershow-Talk machen. Dafür haben wir super, super mega lange mit euch gespielt. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Aber dafür habt ihr ja die Sonderfolge am Donnerstag bekommen. Und ich mache nochmal Werbung, es gibt doch eine Sonderfolge, und zwar eine Malcolm Jelly Sonderfolge. Die wird am ich weiß gar nicht genau, wann sie, also aufgenommen wird sie am 18. wird sie aufgenommen. Am 18. wird sie aufgenommen, aber noch nicht veröffentlicht. Das wird dann irgendwann wie 22. oder so müsste sie kommen. Ihr werdet es mitbekommen, wenn ihr dem Kanal folgt, wann die Story hochkommt. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank an den sehr, sehr aktiven Chat. Ihr habt sehr schön mitgefiebert und so und eure Meinungen und eure Sachen schön mit rein. Ich denke, es war ein interessantes Elysium mit vielen interessanten Wendungen und Wirrungen. Zumindest hoffe ich das. Vielen Dank an die Spielerinnen und Spieler. Ihr seid richtig toll, irgendwie hat es, glaube ich, auch schon jemand in den Chat reingeschrieben. Ihr saht alle sehr, sehr hübsch aus heute. Der Einzige, der underdressed ist, ist mal wieder der Spielleiter. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr euch so Mühe macht. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie es jetzt irgendwie ab dieser Stelle weitergeht. Ich weiß, ein paar Sachen werfen ihre Schatten voraus. Die weiß ich schon, dass die passieren werden. Und sie werden interessant werden. Von daher, wir werden nicht aufhören, diese kleine Stadt zu bespielen. Es gibt noch einiges zu erledigen. Nicht wahr, Scarlett? Ja. Scarlett, die Einzige hier, die immer noch keinen richtigen Posten bekommen hat. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Hast du gezittert, dass du einen kriegst? Ich hatte Angst. Ich habe schon überlegt, wie kann ich mich da drum herumreden? Ich will das nicht. So sehr der Zwergpaladin das auch gefordert hat, nee. Ja. Ich bin auch gespannt irgendwie, was ihr beide, also was Scarlett und Ronan in der nächsten Folge in 2 Wochen, wenn nicht alles, ist das dann 14, 28. Ich denke, da hoffe ich mal, dass wir da alle können wieder. Müsste dann der 27. sein, weil wir haben schon nach Mitternacht. Dass wir da erfahren, was Scarlett und Ronan noch irgendwie in der Sonderfolge irgendwie ausgesonnen haben. Und das kam heute gar nicht zur Sprache. Da gab es viel andere Dinge zu tun. Also angedeutet, ja, so Ronan hat es angedeutet, aber. Ja, war ja auch so gedacht. Und jetzt wir haben ja noch ein Gespräch gerade laufen. Das machen wir, glaube ich, noch zu Ende, wenn es geht. Und dann gibt es das auch wieder dann als Bonus-Content. Ja. Okay. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Wenn ihr das später nachschaut auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie ihr es fandet. Könnt ruhig spekulieren in die Zukunft, was die Zukunft denn so bringt.
Glaubt ihr, dass Sarah schuldig ist oder nicht? Alle Kommentare nehme ich gerne. Irgendwie auch Glückwünsche an Sam oder so oder Beileidsbekundungen oder sowas. Nehmen wir alles gerne. Schreibt Kommentare. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an den Dollard Power, der uns ein mega, mega, also nicht nur einen, sondern ständig mega lange Kommentare unter die Videos schreibt. Und da geht einem jedes Mal das Herz auf. Andere sind auch sehr, sehr fleißig in den Kommentaren. Lasst euch gesagt sein, jeder Kommentar, den ihr unter unsere Videos schreibt im Nachhinein, macht uns die Woche ein bisschen leichter und motiviert uns zum Weiterspielen und zum Plot ersinnen und zum Charakter entwickeln. Vielen, 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 vielen Dank. Falls du einen bespielten NSC brauchst, sag Bescheid, ne? Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Ich habe ganz viele Spielerinnen und Spieler hier, wie du vielleicht siehst. Ich bin jetzt schon überfordert mit dem ganzen Zeug, was die anstellen. Aber vielleicht komme ich irgendwann mal drauf zurück. Mal gucken. Wie gesagt, kommentiert fleißig unter dem Video. Empfehlt uns weiter, wenn ihr es gut fandet. Und wenn ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel, dann schaut mal auf dem Nordpol vorbei. www.nordpol-forum.de. Da findet ihr jeden Tag mehrere, also meistens mehrere Rollenspiel-Streams. Hier ist auch nochmal der Link. Und da gibt es unter anderem Zeug zu sehen von Rerion, denn er hat einen eigenen Kanal und der spielt morgen. Ja, ich spiele morgen beim Pölle. Also heute vielleicht sogar. Ja, also quasi nachher. Cthulhu beim Pölle und das ist dann auch das Adventstürchen. Das wird bestimmt mega. Da werden wir vermutlich auch ganz schön lange da sitzen. Oder auch nicht und es geht alles schief. Und am Mittwoch leite ich dann quasi das Adventstürchen mit der letzten Fahrt der Walküren. Seid da mal drauf gespannt. DSA in der etwas anderen Art mit ganz bezaubernden jungen, nicht mehr ganz jungen Damen. Und schaut auf jeden Fall rein. Ich weiß noch nicht, ob das dramatisch oder lustig oder alles zusammen wird, aber irgendwas in der Richtung. Ja, dramatisch und lustig ist es auch wieder bei Kakko auf dem Kanal. Der hat nämlich ein Atelier gemacht diese Woche. Das habt ihr verpasst wahrscheinlich und Schande über euch. Das werde ich mir alles merken. Ja, ganz genau. Ich habe endlich wieder die Kamera, mit der ich aufzeichne wieder. Das heißt, jetzt wird es die Tage eventuell wieder mal ein bisschen mehr gestreamt. Das heißt, wenn ihr Bock habt, mal dabei zu sein, schreibt mich gerne an. Ansonsten bin ich dann auch morgen auf dem Kanal von Pölle zu sehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ich freue mich schon auf diesen Charakter. Lass euch überraschen. Ja, kommen wir gleich zu. Erst wollte ich noch Werbung machen für Mondi, denn die hat auch einen eigenen Kanal und da findet man lustige Videospiel-Streams und in letzter Zeit auch Rollenspielsachen. Richtig. Und sagen wir es mal so, ich habe auch ein Adventskalendertürchen, das kommt dann quasi am 15. Am Dienstagabend haben wir einen kleinen Sabbat-One-Shot. Also für alle, die hier schon den ganzen Abend Sabbat fordern im Chat, da kommen wir, müsst ihr bei Moni gucken, da gibt's genug Sabbat. Ja, und jetzt schon ganz oft angeteasert, der Pölle hat auch einen Kanal, da könnt ihr auch drauf gucken, was gibt's da zu sehen morgen, was ist, erzähl mal ein bisschen mehr, die anderen haben es nur geteasert. Ja, also ich beschäftige mich ja neben meinem Hauptprojekt der G7-Kampagne gerne scheinbar mit Rollenspielen, die ich vorher nie gespielt habe. Da ist Cthulhu die nächste Stufe, die nächste Eskalationsstufe. Ich probiere mal aus, was Horror so kann im Cthulhu-Mythos. Und deswegen spielen wir morgen Minnesota Marmor. Mehr als den Titel droppe ich jetzt noch nicht. Eine kleine Beschreibung gibt es unter der Stream-Ankündigung. Genau, und Call of Cthulhu. Ist auch die Feramin bei. Nicht nur Kakko und Rerion. Genau, ich habe mich einfach hier voll im Vampire-Stream bedient an Spielern. Hättest du auch Feder und Mondi auch noch nehmen können. Ja, gut. Call of Cthulhu mit Vampiren. Also. Könnt ihr auch noch jemand aus der Hunter-Runde wiedersehen, falls ihr die gut fandet. Es ist schon irgendwie alles auch mit dieser Runde oder der anhängenden kleinen Runde der Hunter verknüpft. Ja.
nicht verknüpft mit der Hunter-Runde ist etwas, was auf Feders Kanal zu sehen ist. Was gibt's denn da? Ich fürchte dieses Jahr nicht mal wirklich viel. What? Dafür bin ich auf anderen Kanälen zu sehen. Unter anderem Valerian oder Bob Pölle oder auch bei Löffel am 24. Weil ich bei Weihnachtsstream mit Feder. Weil ich bei seiner Borger-Runde mitspiele und ich werde einen sehr genervten Teenager in seiner höchsten Goff-Phase spielen, als Borger in einer mittelalterlichen Taverne. Du spielst quasi Hela aus dem Science-Stream wieder, oder was? So in etwa. So in etwa. Wenn ich jetzt auch noch Untote beschwören kann, wird das lustig. Als ihr das noch nicht geguckt habt. Ich verlasse sie. Können wir Hela nicht einfach ihren Vampire wieder einführen? Dann könnte ich Vampire einfach durch die Gegend schubsen. Die sind ja auch untot. Such dir einen Hekata, der irgendwo rumläuft und dann. Ja. Ja, ich habe heute mehrere Diablerie-Vorschläge bekommen. Ich werde weise wählen und dann schauen wir mal, ne? Nun gut. Ja, das sind die Kanäle, auf die ich euch hier in die Runde hinweisen kann. Wenn ihr sonst irgendwie noch Rollenspiel-Content irgendwie von uns haben wollt, folgt uns doch auf Twitter, denn wir haben, glaube ich, alle Twitter-Accounts, die gerne gefolgt werden wollen. Da findet ihr dann auch immer, wo wir denn dann irgendwie noch auftauchen, in welchen anderen Kanälen. Also seid da mal ein bisschen freizügig mit dem Follow-Button und dann findet ihr ganz viel Content bei uns noch. Gut. Guck mal kurz noch droppen. Ich habe falsch geschrieben. Verdammt. So. Da zum Beispiel. Einmal mit Profis arbeiten, ja. Jedes Mal 5 € dafür und... Du wirst reich. Frage ist, wer kriegt die 5 €? Gutes Patreon-Konto. Apropos, guter Hinweis. Ihr könnt uns gerne auf Patreon unterstützen. Da gibt es gerade für diese Runde für Vampire the Masquerade in der 5. Edition Blood and Sand ultra viel extra Content. Also man könnte meinen, Patreon wird überflutet von Vampire-Content, aber das ist, sagen nur böse Zungen. Ja, ich habe just auch gestern erst eine Kurzgeschichte mit dem guten Pölle zu Ende geschrieben. Das kommt dann auch irgendwie im nächsten Jahr. Und von Jelly gibt es auch noch ganz viele Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, von Bruce kam auch, glaube ich, irgendwie irgendwo was noch. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen. Vielleicht kommt was nicht. Das, was da ist, kommt. Und ja, schaut da mal rein. Vielleicht ist es ja was für euch. Und ich wünsche dann noch allen einen schönen, gesegneten Restnachtbereich. Nutzt die Nacht, Carpe Noctem und so. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.